Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen zu Hart aber fair. Unser Thema heute Abend: Bombenbauer in Nachbars Garage. Wie gefährlich sind die Glaubenskrieger? Politiker streiten über den Abschuss von entführten Jets hoch am Himmel. Dabei sind die Bombenbauer längst mitten unter uns. Und sie sprechen bestes Deutsch. Zwei der im Sauerland verhafteten Anschlagsplaner waren Konvertiten. Menschen also, die gesagt haben, Jesus, nee danke, ich werde Moslem. Solche Deutsche, die zum Islam übergetreten sind, wirken für viele von uns ja wie vom anderen Stern. Zum Beispiel Pierre Vogel, er nennt sich jetzt Abu Hamza und er klingt wie der nette Sohn von Rainer Kallmuth. Durch das Lesen des Korans vor allen Dingen und durch Diskussionen habe ich gefunden, dass für mich der Islam der einzig wahre Weg zu Gott und die einzige Rettung vor ewiger Bestrafung der Hölle ist. Ihn werden Sie gleich näher kennenlernen. Er ist unser Gast, wenn wir über die Frage reden, was da passiert in den Hinterhöfen unserer Gesellschaft, da, wo die meisten Moscheen stehen. Noch stehen, muss man sagen. Wenn die Moscheen, wie in vielen Städten geplant, in die besseren Lagen umziehen, dann sollen die Minarette kleiner sein als die Türme der Kathedralen. Diese sehr sinnbildliche Forderung von Edmund Stoiber gibt uns heute den Rahmen. Lassen wir uns vom Islam unterwandern und bald überragen? Oder werden wir gerade Opfer einer auch politisch geschürten Hysterie? Hart aber fair mit einem brisanten Thema und diesen Gästen. Pierre Vogel, der ehemalige Protestant, konvertierte vor 7 Jahren zum Islam und ist überzeugt, die Bibel ist mir zu schlapp. Ich brauche klare Handlungsanweisungen und die finde ich nur im Koran. Professor Arnulf Baring, der Historiker, warnt, der Islam will uns Christen zurückdrängen. Wer da immer noch naiv von Multikulti träumt, unterschätzt völlig die Gefahren. Klaus-Uwe Benneter, der SPD-Abgeordnete, kritisiert, die Unionsminister Schäuble und Jung verunsichern mit ihrer Law-and-Order-Politik die Bevölkerung und sorgen dafür, dass Muslime unter Generalverdacht geraten. Wolfgang Bosbach, der stellvertretende Fraktionschef der Union, stellt klar, wir schüren keine Vorurteile, uns geht es um Gefahrenabwehr und die sollte auch die SPD ernst nehmen. Özlem Nas, die Frauenbeauftragte des Rates der Islamischen Gemeinschaften in Hamburg, sagt, die meisten Muslime integrieren sich in diesem Land, wollen sich aber nicht unterordnen oder gar eingedeutscht werden. Herr Vogel, wenn Sie, so wie Sie jetzt angezogen sind, mit dem Bart, mit der Mütze zum Einkaufen gehen, welche Blicke ernten Sie da? Was bekommen Sie zu hören? Unterschiedliche Blicke. Also ich habe schon einige Geschichten erlebt. Beispielsweise, heute habe ich ja so, sagen wir mal, normale Kleidung in Anführungsstrichen an, aber manchmal ziehe ich auch Jalabiya an, also längere Kleidung, islamische Kleidung sozusagen. Und da ist mir beispielsweise schon passiert, dass dann jemand anfing und hat gesagt, also das war in der Nähe von Köln gewesen, nachher haben sie die Kalaschnikow unter den Dingen versteckt und so weiter und so fort. Und der Mensch war leider sehr ängstlich gewesen, sodass es mir dann auch schwer fiel, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Oder auch vor einigen Tagen ist es mir passiert, dass ich über die Straße gegangen bin, kam eine Frau mir entgegen und sie guckte so. Da habe ich gesagt, guten Tag, guten Tag. Dann war sie wieder berührt gewesen. Sagen Sie, Herr Vogel, wundert Sie das? Nee, das wundert mich nicht. Natürlich, man sieht im Moment viele tragische Ereignisse in den Medien. Aber ich denke, dass es gerade deswegen gut ist, dass ich versuche, mich so zu zeigen, weil dadurch kommen die Menschen halt mit jemandem in Kontakt, der nett und freundlich ist zu ihnen und kriegen ein besseres Bild vom Islam. Weil momentan ist es leider so, dass die Menschen halt denken, ja okay, der Muslim ist in Ordnung, solange er die Religion nicht praktiziert. Aber die Leute, die Religion praktizieren, die kein Schweinefleisch essen, die könnten morgen schon bei dir vor der Currywurstbude mit der Bombe stehen und sich in die Luft sprengen. Und ich denke, so ist das eigentlich ein guter Weg, um Menschen ein bisschen die Angst zu nehmen. Herr Baring, was haben Sie gedacht, als Sie vor einer halben Stunde Herrn Vogel in unserem Gästeraum gesehen haben, so wie er daherkommt? Kurios, habe ich gedacht. So verkleiden sich die Deutschen inzwischen. Einige Deutsche. Aber ich meine, im Grunde genommen nehme ich das ja sehr ernst. Verkleidung, haben Sie gerade gesagt, verkleiden tun wir uns an Karneval. Ja, der Wechsel hat ja für die anderen, für die Mehrheit immer etwas Überraschendes. Das ist ja klar. Nicht, also wenn ich den Bart von Herrn Vogel sehe und die kleine Mütze und wenn ich ihm zuhöre, dann finde ich, einerseits ist er ein richtiger kölscher Jung.
auch in der Sprache. Und andererseits ist er natürlich was ganz anderes geworden. Und die Gründe, warum er das geworden ist, die interessieren mich schon, weil sie natürlich Schwächen unserer eigenen Gesellschaft anzeigen, über die man nachdenken muss. Mhm. Haben Sie auch so ein ungewisses Gefühl, was die Zukunft Ihrer Enkelkinder angeht, wenn Sie heute den jungen Herr Vogel so hier sehen? Ja, das hängt ja alles davon ab, wie man insgesamt das Phänomen einschätzt. Wenn es sich um ein paar Tausende handelt, ist die Sache anders, als wenn es Zehntausende oder Hunderttausende oder Millionen sind. Das wissen wir ja alle nicht. Und ein großer Teil der Aufregung im Lande kommt ja daher, dass man eben sozusagen entweder angstvoll übertreibt oder ebenso angstvoll untertreibt. Es ist ja schwer, über das Thema richtig zu reden, weil die Größenordnung des Problems, auch die Frage, was wird denn sozusagen aus der Mehrheit, was wird aus der Minderheit, offen ist und schwer einzuschätzen. Wissen Sie, warum es auch so schwierig ist, darüber zu reden? Weil Menschen sich manchmal gar nicht mehr trauen oder vielleicht nur im Schutz der Dunkelheit zu trauen, ihre wahre Überzeugung, sei sie auch noch so kurios, zu äußern. Was wir Deutschen nämlich wirklich denken, das hängt von dem Ort ab, wo man diese Meinung abholt. Auf der Straße gefragt, geben sich fast alle sehr tolerant, haben Verständnis, predigen das Zusammenleben, politisch korrekt. Eben im Internet, da wo kein Gesicht gefragt ist, wo kein Name gefragt ist, da schäumen Angst und Hass. Wir zeigen Ihnen das mal, wie Deutsche über eine islamische Bedrohung, vielleicht auch über Menschen wie Peter Vogel denken. Einmal im Hart aber fair Gästebuch, eher anonym, und einmal vor der Hart aber fair Kamera. Ich habe Angst vor den Scharfmachern auf beiden Seiten. Und solche Begriffe wie Kreuzzug gegen den Islam oder speziell gegen Islamismus sind Dinge, die aufschärfen, was überhaupt nicht nötig ist. Sobald man mit Gesichtern zu tun hat, löst sich das Ganze auf und man kann sich auch sehr gut verständigen, auch über wechselseitige Ängste. Vor laufender Kamera hat sich gestern niemand zu seiner Angst vor dem Islam bekennen wollen. Im anonymen Internet sieht das ganz anders aus. Zum Beispiel in unserem Gästebuch zur heutigen Sendung. Dort finden sich Einträge wie der von einem Mann, der sich Peter Müller nennt. Kopftücher und Zottelbart wirken bedrohend. Keine islamische Vorherrschaft in Europa. Wir sollten aufpassen und nicht zu tolerant sein. Und Piet, 48, schreibt: Tja, man sollte sich seine Gäste genau ansehen, bevor man ihnen die Türen öffnet. Die Islamisten sollten dort bleiben, wo sie hingehören und dort ihre Kultur pflegen. Noch krasser sind die Einträge, die wir aus unserem Gästebuch löschen, weil sie gegen die Forenregeln verstoßen. Wie der von Huwald 66, den wir jetzt offenlegen, um zu zeigen, wie manche Menschen die Anonymität im Internet nutzen. Seht euch doch im Fernsehen diese Glaubensfanatiker an, wenn sie mit den Kalaschnikows herumfuchtelnd dort durch die Straßen ziehen und ihre Hasstiraden gegen alles, was uns ausmacht, herausschreien. Da frage ich mich ernsthaft, warum Allah bei denen mit der Hirnverteilung so geknausert hat. Ein weiterer gelöschter Eintrag stammt von Klaus P., der den Muslimen folgende Grundüberzeugung andichtet. Und willst du kein Moslem sein, so darf ich dir den Schädel einschlagen. Daraus folgert er: Der Islam ist eine böse Religion. Was haben Sie gerade gedacht, als Sie das gehört haben, Frau Naas? Ich habe gedacht, die Vorurteile, die es in der Bevölkerung so gibt, die spiegeln sich dann auch auf den Internetforen wieder. Und ich habe gedacht, dass diese Menschen, die das schreiben oder denken, wohl wenig Kontakt haben zu Muslimen im Allgemeinen. Herr Bosbach, wo liegt denn eigentlich Ihre politische Zielgruppe? Für wen wollen Sie die politische Stimme sein? Für die Wohlmeinenden von der Straße oder für die, die sich schon nicht mehr trauen, offen ihre Meinung zu sagen und lieber das anonyme Internet suchen? Dafür habe ich kein Verständnis. Wenn man eine feste Überzeugung hat, dann muss man auch zu dieser Überzeugung stehen. Man muss sie öffentlich artikulieren können, auch wenn es dann Widerspruch gibt. Das gehört zu einer lebendigen Demokratie. Ich habe keine Angst. Aber ich mache mir schon etwas Sorge, allerdings in einer Richtung, die Sie vielleicht nicht vermuten. Meine Sorge ist nicht, dass zu viele gläubige Moslems in die Moschee gehen. Meine Sorge ist eher, dass zu wenige Christen in die Kirche gehen und dass wir langsam aber sicher dabei sind, dass, was wir uns zum Teil in Jahrhunderten erkämpft haben, an Werten und Überzeugungen langsam aber sicher relativieren in einer falsch verstandenen, Toleranz. Deswegen meine ich, dass wir bei allem interreligiösen Dialog, der wichtig ist, auch immer klare Kante zeigen müssen. Zum Beispiel in Deutschland hat die Scharia nichts verloren. Und eine
Ich habe Respekt vor einer anderen Glaubensüberzeugung. Nennen Sie doch mal ein Beispiel, was Sie stört. Im Widerspruch. Sie darf nicht im Widerspruch stehen. Nennen Sie doch mal ein Beispiel, was an der Scharia-Regel Sie stört. Wenn junge Mädchen nicht mit auf Klassenfahrt gehen dürfen, weil sie gegen die Kamelfatwa verstoßen. Die Kamelfatwa sagt, dass eine junge, unverheiratete Frau sich nicht weiter als 81 Kilometer von der Familie entfernen darf. Und man nimmt daraufhin dieses Mädchen aus dem Klassenverbund heraus. Dann ist das oder kann das für das Kind ein Drama sein. Es wird aus der Gemeinschaft herausgelöst. Es wird aus dem Erlebnisraum der Klassenkameradinnen und Kameraden herausgelöst. Befreiung vom Sport- und Schulunterricht. Wer in der Bundesrepublik Deutschland eine neue Heimat sucht, aus welchen Gründen auch immer, muss unsere Regeln vorbehaltlos akzeptieren, so wie wir das auch tun müssten, wenn wir in ein anderes Land gingen, um dort ein neues Leben zu beginnen. Das ist, was Sie angesprochen haben, ist eigentlich genau ein Teil meines Arbeitsgebietes. Ich bilde Lehrer fort im Landesinstitut für Lehrerfortbildung in Hamburg. Und das sind genau die Themen, die wir so bearbeiten. Klassenfahrten, Sexualkundeunterricht kommt auch darin vor, was Sie eben nicht genannt haben. Schwimmunterricht, Sportunterricht, was machen wir da? So bilden wir Lehrer fort und erzählen, wie es eigentlich im Islam ist, entgegengesetzt dessen, was meistens übertragen wird. Wollen Sie damit behaupten, dass Herr Bosbach sich das aus der Nase gezogen hat? Herr Bosbach hat sich das nicht aus der Nase gezogen, aber er hat es nicht sehr differenziert dargestellt, was ich tun könnte. Den Satz habe ich nicht verstanden. Es ist nicht differenziert dargestellt, es ist oberflächlich dargestellt. Ja, Kamelfatwa etc., das ist nicht das, woran sich die Eltern halten. Es sind meist ganz viele andere Gründe stecken dahinter. Und die Religion wird meistens vorgeschoben als Grund, dass man ein Kind nicht auf die Klassenfahrt schiebt. Für mich ist primär immer wichtig, das Kind an sich, ne, was möchte das Kind? Das ist das, was wir den Eltern sagen. Möchte ihr Kind an der Klassenfahrt teilnehmen? Zweitens ist eine Klassenfahrt Schule an einem anderen Ort. Das heißt nicht, es ist einfach, dass man das freiwillig entscheidet. Mhm. Herr Bosbach, Sie zucken gerade so. Warum? Nein, ich habe nicht gezuckt. Diese Probleme sind ganz alltägliche Probleme. Genau, und ich will, Ihnen aber auch mal etwas anderes sagen. Wir hatten bereits, und dann kommt es an eine Grenze, die der Staat unter keinem Gesichtspunkt mehr akzeptieren kann. Wir hatten bereits zwei Entscheidungen von Landesgerichten. Beide Landgerichte hatten in einem Fall einer vorsätzlichen Tötung entschieden, es handelt sich um sogenannte Ehrenmorde, die aber nur als Totschlag bestraft werden, weil bei der Frage niederer Beweggrund abzustellen sei auf die Gedankenwelt der Täter, weil sie aus einem anderen Kulturkreis kämen, hätten sie das Unrecht der Tat nicht erkennen können. Ich sage, beide Entscheidungen sind, Gott sei Dank, vom Bundesgerichtshof kassiert worden. Aber wenn Berufsrichter nicht mehr abstellen auf die Werteordnung der Bundesrepublik Deutschland, sondern auf die Glaubens- und Werteüberzeugung der Täter, die aus anderen Kulturkreisen kommen, dann müssen wir ganz klar Einhalt gebieten. Das können wir uns in der Bundesrepublik Deutschland nicht erlauben. Herr Benneker, ich habe eben Herrn Bosbach gefragt, für wen er die politische Stimme sein sollte. Für Sie als SPD-Politiker ist das vielleicht noch schwieriger. Was tun Sie mit Menschen, die den Eindruck haben, dass sie als Mehrheitsgesellschaft hier zumindest stimmungsmäßig in die Minderheit geraten oder bestimmte Sachen einfach nicht mehr als politisch korrekt gelten, sozial nicht erwünscht sind, sie zu sagen? Ich nehme Sie ernst, ich gehe auf Sie zu und gehe auf Sie ein und versuche dort, also wo dann nicht nur plumpe Vorurteile kommen, dann auch dort zu überzeugen. Und zwar deutlich zu machen, dass wir eine offene, faire, tolerante Gesellschaft sind und bleiben wollen. Und um das dann auch vorleben zu können, müssen wir dann auch auf andere zugehen und auch deren Eigenarten durchaus akzeptieren. Wie weit, das ist ja die Frage, Herr Baring, machen demokratische Politiker etwas falsch, wenn es eine solche Diskrepanz gibt? Wir haben das ja eben gezeigt, ne? Öffentlich in die Kamera, das war übrigens ein Lehrer, der da gesprochen hat, nein, zugehen, so wie Sie das auch gerade gesagt haben, und im Internet dann etwas, was Ihnen auch eher entgegenschlägt. Machen demokratische Politiker etwas falsch, wenn es eine solche Diskrepanz gibt zwischen dem, was man öffentlich politisch korrekt sagt und wirklich denkt? Ja, ganz sicher. Ich meine, das, was Herr Benneter gesagt hat, ist ja im Grunde lange Zeit die öffentliche Meinung bei uns gewesen. Zugehen, Dialog, verstehen, integrieren. Wobei ich selber das Wort Integration nie leiden konnte, weil es meines Erachtens offen lässt, was denn eigentlich das Endergebnis dieser Integration sein soll. Und da muss es natürlich sein, nach meiner Überzeugung, dass die Menschen im Laufe von Generationen, von vielen Jahrzehnten Deutsche werden. Was denn sonst? Wenn Schätzungen davon ausgehen...
ist Deutscher. Hm. Ja, was heißt das? Das ist ja eben die Frage. Herr Vogel ist auch Deutscher. Ja, das habe ich gehört. Das heißt ja eben doch, insgesamt gesehen, sich unsere Kultur, unsere Geschichte, unsere Literatur, unsere Umgangsformen, unsere Sprache zu eigen machen. Sprache ist ja nur eins davon. Haben Sie in der Schule einen Faust gelesen? In der Schule sicherlich. Gymnasium. Klar. Ich nicht. Nicht? Ehrlich, ne? Nee, gab's bei uns nicht. Kommt auf die Lehre an. Ich hatte einen sozialdemokratischen Lehrer auf dem zweiten Bildungsweg, der hat sowas abgelehnt und wir haben Werbung gemacht in der Schule. Ja, das ist ja das Schwierige überhaupt. Wir können ja nicht den Islam sozusagen an zwei Personen festmachen. Da gibt es ja unterschiedliche Tendenzen. Das große Problem, das wir, glaube ich, alle mit dem Islam haben, ist, dass keiner genau weiß, was ist das eigentlich? Denn von den radikalen, terroristischen, islamistischen Fanatikern bis zu denen, die sich integrieren und im Laufe der Zeit natürlich Deutsche werden, ist ja eine ungeheure Spanne. Sie werden nachher einen, ihr der Mitdiskutanten, genauer kennenlernen. Wir stellen nachher Herrn Vogel noch mal vor, wie sie wurden, was sie sind. Kein Problem. Ist ja evangelische Taufe, war ja alles in Ordnung. Ne? Ja. Was dann passiert ist, schauen wir uns gleich mal an. Aber wenn wir über ein gefühltes Klima der Angst reden, dann ist es eben nicht nur ein gefühltes Klima. Die Angst vor dem Islam, eben wenn Sie zum Einkaufen gehen, spüren Sie diese Angst auch. Das ist ein konkretes Gefühl der Bedrohung. Meinungsforscher haben das sehr sorgfältig untersucht. Es gibt dafür auch einen Namen, Islamophobie. Phobie hat immer was zu tun mit Angst vor, ne? Das kennen wir. Mhm. Nun haben wir die Islamophobie und die steigt. Und wie? Intolerant. 2004 empfanden 66% der Befragten den Islam als intolerant. Im Mai 2006 waren es 71%. Fanatisch. 2004 gaben 75% der Befragten an, der Islam sei von Fanatismus geprägt. 2006 waren 83% dieser Meinung. Spannungen. Im Jahr 2001, direkt nach den Anschlägen vom 11. September, waren 49% der Befragten der Meinung, dass es zu Spannungen mit der muslimischen Bevölkerung kommen werde. Letztes Jahr waren es dann 58%. Nur 22% der Befragten waren ausdrücklich der Meinung, dass keine Spannungen mit der muslimischen Bevölkerung in Deutschland zu erwarten sind. Frau Naas, spinnen die Deutschen? Wenn ich damit Ja antworten würde, müsste ich ja zugeben, dass auch ich spinne. Also kann ich dann... Sehr gut. Spinnen die christlichen Deutschen? Das kann ich nicht behaupten. Ich kenne dafür viel zu viele christliche Deutsche, die nicht spinnen. Wir beziehen uns auf diese Zahlen. Eine wachsende Angst vor Spannungen, ein sinkendes Sicherheitsgefühl. Wir haben das ja eben an seiner Person auch schon festgemacht. Daher nochmal die Frage. Ich kann das völlig verstehen, dass es eine islamophobe Haltung gibt, weil wir sind hier jetzt ja auch bei den Medien, aber das muss ich leider sagen, weil es eben auch von Seiten der Medien ziemlich hochgeputscht wird. Ich lese Ihnen gerade meine Mail vor. Darf ich mal gerade eine Mail von Günter Lenz aus Leverkusen mit richtigen Namen. Mhm. Ich habe eine Frage an Herrn Vogel. Warum muss jemand, der zum Islam konvertiert ist, so rumlaufen, als käme er aus Afghanistan? Er könnte sich doch ganz normal anziehen. Ja, es ist keine Pflicht im Islam, so rumzulaufen. Ich meine, okay, heute ist es ja wieder sowieso eine andere Sache, außer der Bart. Also Sie sehen jetzt nicht aus wie ein Messdiener aus dem Dom. Ja, ist okay. Aber die andere Frage ist es nicht erlaubt, so rumzulaufen, wie man will? Der eine läuft als Rufti rum, der andere als Punker. Warum kann ich nicht so machen, wie es mir gefällt? Mhm. Wenn wir nochmal zu diesen Bedrohungszahlen kommen. 3,2 Millionen, das sind Schätzungen, Muslime nehmen hier. Das ist ja alles andere als eine homogene Truppe. Fallen Ihnen Beispiele ein aus dieser großen Gruppe, von denen Sie sagen, ja, kein Wunder, dass Deutsche so darauf reagieren, wenn das zum Beispiel von Muslimen gefordert oder getan wird. Da würde mir jetzt kein Beispiel einfallen. Das Einzige, also was ich sehe, ist, dass einfach zu wenig Kontakt da ist. Dass zu wenig Kontakt zwischen, Sie sagen ja immer Deutsche, obwohl ich mich auch als Deutsch betrachte, ich sag mal, Deutsche nicht deutscher Herkunft, ne? NDH sagt man ja heutzutage, und Deutsche deutscher Herkunft, dass da zu wenig Kontakte sind. Ich hatte heute eine Gruppe, wir machen Moscheeführung in der Moschee von Damen, von ökumenischen Damen, und ich habe sie gefragt, ich habe gesagt, heute Abend gehe ich auf die Sendung, da geht es auch so um Bedrohung, empfinden Sie Ihren Nachbarn als Bedrohung, erzählen Sie mir doch mal.
Was? Wie empfinden Sie das? Weil manchmal braucht man ja Motivation. Lassen Sie mich raten, da haben die gesagt, ich fühle mich überhaupt nicht bedroht. Und ich habe aber gesagt, lassen Sie sich nicht von dem beeinträchtigen, was ich Ihnen erzählt habe. Wer bei Ihnen eine Moscheeführung macht, der hat ja schon die Offenheit, dass er kommt, nicht wahr? Ja, stimmt, das sehe ich auch so. Fühlen Sie sich als Deutsche mit Migrationshintergrund, wie der korrekte Deutsche ja sagt, manchmal auch zu Unrecht in Sippenhaft genommen für die Muslime für 3,2? Ja, auf jeden Fall. Herr Bosbach, sind Sie Katholik? Ja. Versetzen Sie sich doch mal in die Lage von Frau Nass. Machen Sie das mal. Das die wird jetzt zum Beispiel für ein bisschen Fantasie gefragt, Herr Bosbach, Konzentration. Die wird jetzt für einzelne Hassprediger zum Beispiel in Haft genommen und auch schief angeguckt. Wäre das in etwa so, als wenn jemand Kardinal Meissner nach seinen Äußerungen über entartete Kultur als Hassprediger bezeichnen würde und Sie als Katholik dann auch mit schief angeguckt wären? Er ist ja als Hassprediger bezeichnet worden und der WDR hat ja daraufhin auch die Konsequenzen gezogen gegenüber dem Kabarettisten Jürgen Becker. Aber wenn Sie das Thema ansprechen, meine Glaubensüberzeugung und mein Kardinal, ich habe ein gutes, entspanntes Verhältnis zum lieben Gott und bin ein gläubiger Katholik, aber das heißt doch nicht, dass ich mit jedem Satz, den Kardinal Meissner sagt, vorbehaltlos einverstanden sein muss. Dann erlaube ich mir auch hier und da eine eigene Meinung. Deswegen kann ich auch nicht in Haftung genommen werden für etwas, was mein Kardinal sagt, wenn es denn nicht meiner eigenen Überzeugung entspricht. Frau Nass, warum fällt es denn muslimischen Menschen so schwer, sich deutlich von Glaubensbrüdern zu distanzieren, wenn das sogar der Bosbach schafft? Der ist von der Union, das heißt, er ist auf christliche Wähler angewiesen und trotzdem distanziert er sich von dem Kardinal. Wenn der das sogar schafft, müssten doch Muslime das auch schaffen können. Wieso gehen Sie von der Ausgangslage aus, dass es uns schwerfällt, uns zu distanzieren? Weil das die Erfahrung lehrt. Die Erfahrung lehrt aber auch, dass immer viel über die Muslime gesprochen wird und nicht so wie hier und heute mal mit den Muslimen gesprochen wird. Wenn man miteinander reden würde, wenn das sich anhäufen würde, würde man auch sehen, dass sich sehr viele davon distanzieren, so wie Herr Bosbach das auch getan hat. Ja, dann ist es doch jetzt höchste Zeit, mal zu gucken, wie eigentlich Peter Vogel, Pierre Vogel, wie aus Pierre Vogel das geworden ist, was er heute ist, nämlich wie er vom Christen zum überzeugten Muslim und auch zu jemandem, der gerne andere überzeugt, geworden ist. Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Allahu Akbar! Pierre Vogel bei der Glaubensarbeit. Eine junge Frau aus Rheine ist zum Islam übergetreten. Die Frauen können mal die neue Schwester beglückwünschen für die beste Entscheidung in ihrem Leben. Möge Allah sie festigen. Und möge Allah sie ins Paradies führen. Amin. Und möge Allah sie auf diesem Weg segnen. Amin. Pierre Vogel gilt als Top-Missionar. Dutzende Filme mit Glaubensübertritten zeugen davon auf der Internetseite diewahrereligion.de. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Konvertiert wird hier am laufenden Band. Ja, kein Problem, er kann direkt danach drankommen. Wir machen heute Massenabschlachtigung. Inshallah. Nicht, dass das falsch versteht. Ich mache nur Spaß. Alhamdulillah, freuen wir uns ja. Umso besser. Vogels Erfolgsgeheimnis sind seine Vorträge. Zu sehen im Internet, aber auch vor Ort in ganz Deutschland. Besonders bei den deutschen Jugendlichen kommt er an. Vogels Sprache ist auch die ihre. Er spricht wie ein Rapper und in einfachen Bildern. Mal leise und mal laut. Ein Beispiel, so beschreibt Pierre Vogel die Hölle. Du musst schreien. Dieser Schmerz geht durch deine Eingeweide. Wie willst du die Hölle aushalten? Du schaffst doch nicht mal 5 Sekunden im Pizzaofen. Schau dir den Pizzaofen an. Schau dir den Backofen bei dir zu Hause an. Schau dir die Bratpfanne an. Stell dir vor, du bist ein Mensch in einer riesengroßen Bratpfanne. Du kannst dich erkennen und du willst sagen, du kommen willst, kannst der Hölle entkommen. Und das ist nicht eine Sekunde, das sind nicht 5 Sekunden, das sind nicht 100 Jahre. Das ist für alle Ewigkeit kann das dauern. Pierre Vogel zu Besuch bei seiner Großmutter Else in Pulheim bei Köln. Sie schauen Fotos an aus seiner Zeit als Christ. Vogel war sogar auf einer christlichen Schule, doch die Erfüllung von dem evangelischen Glauben nicht. Der junge Boxsportler wandte sich dem Islam zu, lernte Arabisch und studierte die Lehren des Koran in Mekka. Als Vogel vor 7 Jahren zum Islam konvertierte, war das für seine Oma schwer zu verstehen. Ja, so ganz recht war es nicht. Ne? Aber man gewöhnt sich dran. Herr Vogel, warum wollten Sie nicht mehr Christ sein?
Als allererstes, ich wollte kurz etwas sagen, was eben gesagt wurde, dass ich die Bibel zu lasch fand. Also das war kein Grund. Warum wollte ich nicht mehr Christ sein? Also ich habe mich mit dem Koran beschäftigt, habe den Koran gelesen, dann die Bibel nochmal gelesen, dann nochmal den Koran gelesen und so weiter. Ich denke, es gibt sicherlich viele Gründe, die zu der Entscheidung beigetragen haben. Ein entscheidender Grund ist die Glaubenslehre der Trinität, die für mich können Sie es mal erläutern? Mysterium ist. Ja, das athanasianische Glaubensbekenntnis im Jahre 324 nach Christus auf dem Nizäischen Konzil bestimmt. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, aber alle drei zusammen sind nur ein Gott. Sie zeigen, dass Sie sich da gut auskennen, besser als ich übrigens im Moment. Nein, das macht leicht. Es ist, dass Jesus Gott, voller Gott ist und voller Mensch. Sie haben in vielen Gesprächen aber auch gesagt, dass Ihnen die Bibel zu wenig Anleitung gibt für Ihr Leben. Dass Sie eine strengere Struktur suchen. Ja, aber das ist nicht unbedingt der ausschlaggebende Punkt gewesen. Natürlich, wenn man ein gottesfürchtiges Leben führen will, der Islam zeigt einen, wie man die Gebote halten kann oder wie man Gott näher kommen kann, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, wie man schläft, welche Bittgebete man macht. Da ist etwas mehr erhalten als in der Bibel, aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Also der ausschlaggebende Punkt ist schon diese Sache gewesen mit Jesus. Wenn ich daran glauben muss, dass Jesus Gott ist und sehe in der Bibel selber, dass Jesus sagt, als ein Mann zu ihm kommt, das ist in Markus 10, Vers 18, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Er sagt zu ihm, warum nennst du mich gut? Es gibt keinen, der gut ist, außer Gott. Weil bei uns ist Jesus ein Diener Gottes. Eben wurde auch gesagt, Jesus abgeschworen, die Muslime. Ist auch ein Fehler, sondern wir glauben an Jesus, wir lieben Jesus. Nur wir sehen ihn als Diener Gottes und als Gesandten Gottes. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass Sie zum Beispiel jetzt so wenig darauf abheben, dass Sie nach Handlungsanweisungen suchen? In vielen anderen Gesprächen, auch im Vorgespräch zu dieser Sendung, haben Sie da eher von gesprochen. Das ist übrigens das, was man Muslimen häufig vorwirft, dass sie zum Beispiel in der Öffentlichkeit, in Fernsehsendungen sehr viel gemäßigter, sehr viel geschmeidiger daherkommen als im richtigen Leben. Das ist ein Missverständnis. Natürlich, das ist auch ein Punkt, aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Mhm. Es ist klar, ich habe auch im Vorfeld dieses Gesprächs gesagt, man hat mich gefragt, Bibel und Koran verglichen. Und da habe ich auch gesagt, ja, es gibt viel mehr Anweisungen im Koran, aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Weil es kommt ja darauf an, was hat Gott offenbart. Wenn Gott keine Anweisungen gegeben hätte und ich nicht glauben würde, dass der Koran das Wort Gottes ist, sondern würde glauben, dass die Bibel das reine Wort Gottes ist, dann müsste ich mich noch an diese Anweisung halten. Auf welche Handlungsanweisungen berufen Sie sich denn, wenn Sie zum Beispiel Frauen auf Manas nicht die Hand geben? Ja, darum berufe ich mich auf die Sure 24, Vers 31, wo gesagt wird, man soll seine Blicke senken bei den Frauen. Und wenn man die Blicke senkt, ein Blick ist harmloser als eine Berührung. Und bei uns ist die Berührung zwischen Mann und Frau die rote Ampel. Bei manchen Leuten wäre zum Beispiel der Kuss auf den Mund die rote Ampel, bei uns ist die Berührung die rote Ampel. In Deutschland gehen 52% der Männer laut Doof-Studio fremd. Und bei uns ist das sozusagen die Trennung. Also dass man schon hier sagt und nicht weiter. Und es hat nichts damit zu tun, dass das respektlos wäre oder so, sondern wir respektieren die Frauen, es hat damit nichts zu tun. Frau Nass, was empfinden Sie, wenn Herr Vogel Ihnen nicht die Hand gibt? Ich bin ja Muslimin, aus innerislamischer Sicht weiß ich, dass es keine Respektlosigkeit ist. Er grüßt mich ja, wenn er mich sieht. Es ist so, dass alle Muslime, die sich sehen, Assalamu alaikum sagen, Friede sei mit dir. Und das reicht mir vollkommen aus, da muss er mir nicht die Hand geben. Eine Frage von... interessant ist, Sie haben gesagt, Sie erweisen, Frau Nass, auch den Respekt, wenn Sie den Blick senken und ihr nicht die Hand geben. Diesen Respekt hat sie auch dringend verdient, denn sie war die Einzige, die wir gefunden haben in der islamischen Bahn. Wir haben viele gefragt, die sich überhaupt mit Ihnen in diese Runde setzen wollten. Die Begründung war, Sie seien einfach als Missionar zu laut, das sei unislamisch. Ja, das ist denen ihre Meinung, kein Problem. Sie haben andere gefragt und zuletzt mich. Das ist ja... Wissen Sie, bei uns... Empörend, jetzt bin ich beleidigt. Wir haben zunächst mal die üblichen Verdächtigen gefragt, wie wir sagen. Und sind dann auf eine Mutige getroffen. Und den Mutigen gehört die Welt. Deswegen gehört Ihnen ja auch, gehört auch diese Sendung. Wie betrachten Sie denn die Art und Weise, wir haben das im Film eben gesehen, wie Pierre Vogel missioniert? Es würde mich schon interessieren, ob er selber sagen würde, dass er missioniert. Ne, das wird ja immer gesagt, ob er das aus islamischer Sicht auch so sieht. Ich denke, er ist ein
was heißt neu, zwar seit ein paar Jahren Muslim geworden und dieser Enthusiasmus ist da zu erkennen, ne, dass er sagt, jetzt mache ich was, tue ich was, was bei uns eher nicht der Fall ist. Wie viel missionieren Sie pro Jahr? Sie haben ja eben fast schon Fließbandabfertigungen da im Scherz gesagt, der Nächste bitte. Ja. Wie viel sind es? Die Leute müssen noch ein bisschen Spaß haben. Ja. Wie viel ich kann es wirklich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es ist die meisten, die zu den Vorträgen kommen, die habe ich vorher nie gesehen. Ja? Mhm. Zum Beispiel auch der kleine Junge eben, der ist zum Islam übergetreten, weil seine Mutter zum Islam übergetreten ist. Ich kann es wirklich nicht sagen, da müsste ich wirklich lügen. Wenn wir über das Verhältnis und über die Toleranz der Religion untereinander reden, dazu eine Mail von Stefan A., er hat leider seinen Namen nicht dazu geschrieben, fragen Sie Herrn Pierre Vogel, ob er jetzt auch wieder zurück zum Christentum konvertieren dürfte oder könnte, oder ob er dann, wie viele andere Rückkonvertiten, auch seine ehemaligen Glaubensbrüder fürchten müsste, denn aus dem Islam darf man nicht austreten, wenn man es ernst nimmt. Ob ich jetzt Angst hätte, zum Christentum wieder zurückzukommen. Ja, dass Sie haben etwa eine Chance genutzt zu konvertieren vom Christentum zum Islam. Was hat eigentlich Ihre evangelische Kirche gesagt, als Sie da ausgetreten sind? Ja, die haben mir einen Brief geschrieben, wie kommt es, dass Sie ausgetreten sind. Und ich habe da auch gar nicht darauf geantwortet, weil ich habe da auch keine Zeit zu gehabt, da jetzt einen großen Brief zu verfassen. Die Frage des Zuschauers ist, wie stehen Sie dazu, dass Sie eigentlich, wenn Sie den islamischen Glauben streng nehmen, nicht mehr austreten, nicht mehr konvertieren können? Wie ich dazu stehe? Ja. Ja, für mich stellt sich die Frage nicht, weil ich bin ja fest davon überzeugt, dass Islam die Wahrheit ist. Also, wie meint er das jetzt? Also, er meint, dass Sie ein Toleranzgebot in Anspruch genommen haben, zum Beispiel bei der evangelischen Kirche, was Sie im Islam nicht vorfinden. Die Frage war, ist es im Islam völlig problemlos und ohne Gefahr für Leib und Leben möglich, die Religion abzulegen und eine andere Religion anzunehmen? So habe ich den. Also okay, alles klar. Vielen Dank. Ja, ich meine, ich hätte jetzt keine Angst, zum Christentum wieder überzutreten. Also bei uns gibt es auch einige Leute, die vom Islam abgefallen sind. Die gibt es auch, ja, die haben wir natürlich nicht aufgenommen. Ne? Also das gibt es auch. Wir versuchen natürlich mit denen auch wieder zu reden, dass wir wieder zurückkommen. Es kommt ja hier keiner auf die Idee, irgendjemand da den Schädel einzuschlagen. Ne? Bevor der Eindruck entsteht, dass Pierre Vogel unter besonderem Verdacht, unter besonderer Beobachtung steht, der deutschen Sicherheitsbehörden zum Beispiel, sollten Sie als Zuschauer das wissen. Wahr ist? Unter den Besuchern, die zu Veranstaltungen unseres Gastes Pierre Vogel kommen, gibt es Personen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Wahr ist aber auch. Pierre Vogel persönlich steht nicht unter Beobachtung. Gegen ihn liegt strafrechtlich nichts vor. Seine Islamlehre gilt unter Verfassungsschützern als extrem konservativ, aber nicht gewaltorientiert. Und diese besonders extreme Islamlehre hat gerade bei Deutschen besonderen Erfolg, Herr Baring. Kann man ihm das vorwerfen? Nein, also ich habe ja immer noch Mühe, sozusagen den Gang von Herrn Vogel zu verstehen. Ich finde zwar die evangelische Kirche auf weite Strecken sehr ausgelaugt, sehr inhaltsleer. Sind Sie evangelisch oder katholisch? Ja, evangelisch. Mhm. Aber, und ich finde, dass die Kirche sozusagen das, was sie eigentlich tun müsste, nämlich Transzendenzerfahrung zu vermitteln, zu ermöglichen. Was sind Transzendenzerfahrung? Eine Vorstellung des lebendigen Gottes zu vermitteln. Mhm. Und zwar nicht durch Worte, sondern durch Erfahrungen, die tiefer in den Menschen hineinwirken, die seine Seele berühren, die ihm eine Vorstellung der Ewigkeit und des Unendlichen geben. Und da sind die Kirchen mit ihrer Wortgläubigkeit und die protestantische zumal, glaube ich, seit langem ausgelaugt, inhaltsleer, überzeugungsschwach. Insofern verstehe ich den Entschluss. Aber gleichzeitig hat es etwas Sektiererisches für mich, wie Herr Vogel argumentiert. Irgendwo diese Wortgläubigkeit und Zitatenfreudigkeit ist eindrucksvoll, aber gleichzeitig auch überraschend. Und man hat das Gefühl, er ist eben, wie da eben gesagt wurde, wahrscheinlich extrem konservativ in dem Sinne, dass diese Form von Islam in die deutsche Gesellschaft zu integrieren auf eine Weise, die Parallelgesellschaften verhindert, nach meiner Einschätzung schwierig sein wird. Da sehe ich bei Frau Naas die Sache ganz anders an. Sie lachen zu allem, Herr Vogel. Ja, zum Beispiel auch zu dem Vorwurf, ein Sektierer zu sein, das ist ja nicht unbedingt ein Ehrentitel. Ich kann mich ja mal gerne mit dem Herrn
Behring? Baring, Entschuldigung. Kann ich mich ja gerne mal treffen, dann kann ich ihm das genauer erläutern, weil die haben ja immer sehr kurze Zeit. Nee, sie haben eben unglaublich lange Zeit gehabt. Ihnen das ja, aber ich glaube, die Geschichte braucht mehr als 5 Minuten. Ich hab noch eine ganz persönliche Frage, Herr Vogel. Jeder Mensch hat ein großes Geltungsbedürfnis. Die einen mehr, die anderen weniger. Als Fernsehmoderator weiß ich genau, wovon ich da rede. Kann es sein, dass Sie einfach eine geniale Art gefunden haben, Ihr Geltungsbedürfnis zu befriedigen, Ihrem Charisma endlich die richtige Bühne zu verschaffen? Ich hoffe nicht, aber wenn es so wäre, dann hätte ich auch weiter ein Profiboxer bleiben können, hätte ich das ja auch weitermachen können. Mhm. Profiboxer spricht mit Fäusten, aber Ihre Qualität liegt offenbar doch auch bei der Zunge. Mag sein, aber ich sehe das eigentlich als eine religiöse Pflicht an, den Menschen den wahren Weg zu zeigen, weil wir halt glauben, dass dies der Weg ist, der zum Paradies führt. Mhm. Falls Sie jetzt denken, das sind exotische Einzelfälle, wenn getaufte Christen zum Islam übertreten. Das ist nicht so. Es gibt so etwas wie einen Trend. Für manche ist es ein inneres Bedürfnis. Wir haben dazu gerade was gehört. Für andere ist es fast schon radikal schick, Moslem zu werden. Die Zahl der Konvertiten steigt. Wie stark sie steigt, das ist allerdings umstritten. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel meldet im Januar dieses Jahres: Trotz des islamistischen Terrors, die Zahl der zum Islam übergetretenen Deutschen hat sich binnen eines Jahres vervierfacht. In nur einem Jahr sollen 4000 Menschen zum Islam übergetreten sein, viermal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Seither geistert diese Zahl immer wieder durch die Medien, mit dem Verweis auf eine vom Bundesinnenministerium geförderte Studie des Zentralinstituts Islamarchiv Deutschland. Wir haben beim Ministerium nachgefragt. Zwar geht man dort von einer leichten Zunahme der Übertritte aus, die Zahlen des Islamarchivs hält man aber nicht für gesichert. Denn es gibt keine verlässlichen Informationen darüber, wie viele zum Islam konvertierte Deutsche es gibt, weil die islamischen Gemeinden keine Mitgliederlisten führen. Die Zahlenspanne reicht von 15.000 bis 40.000, schätzt das Ministerium. Auch zu den Gründen, warum Menschen konvertieren und möglicherweise einer radikalen Ideologie verfallen, liegt dem Ministerium keine Studie vor. Doch spätestens seit den Festnahmen der mutmaßlichen Attentäter im Sauerland fragt man sich, was in den Köpfen radikaler Konvertiten vorgeht. Der amerikanische Psychiater und Terrorismusexperte Mark Sageman hat Lebensläufe radikaler Konvertiten untersucht und stellt fest, beim Übertreten spielt die Ideologie eine minimale Rolle. Das einzige bedeutende Ergebnis war, dass die zukünftigen Terroristen sich isoliert, einsam und emotional entfremdet gefühlt haben. Herr Vogel, haben Sie auch schon mal Anwerbeversuche radikaler erlebt? Sind da welche auf Sie zugekommen? Nee, bei mir nicht. Weil ja auch meine Botschaft immer ganz klar ist, dass wir voll gegen diese Sachen sprechen. Weil wir davon überzeugt sind, dass dies den Muslimen nur schadet und nicht vom Islam ist. Herr Bosbach, was macht denn Konvertiten so attraktiv für Menschen, die Terror planen? Zum Beispiel auch Bin Laden war zu hören in den letzten Tagen, sucht vor allen Dingen nach europäischen Kämpfern und auch nach Menschen, die übergewechselt sind. Wir sind in den ersten Jahren nach dem 11. September davon ausgegangen, dass wir diesen Terrorismus, der auch religiös-fanatische Ursachen hat, importieren. Und wir haben nun in den letzten Jahren in Europa, nicht nur in Deutschland, auch in Belgien, auch in England, erlebt diesen sogenannten Homegrown-Terrorismus, also Terrorismus, der aus der Mitte der Gesellschaft entstanden ist. Und da spielt die Konvertitenproblematik eine Rolle, aber nicht, weil jemand eine andere Religion angenommen hat, sondern wenn jemand übertritt zum Islam aufgrund einer politischen Fanatisierung, wenn er Kontakt hatte zu, wir bezeichnen sie so in der Fachsprache, sogenannten Gefährdern, also zu denen, die gewaltbereit oder gewaltgeneigt sind. Wenn man Kontakt zu diesen Kreisen sucht, nach erfolgter Fanatisierung dann den Glaubenswechsel vornimmt und sich sozusagen als besonders strammer Islamist erweisen will, in dieser Kombination liegt die Gefahr. Ich gehe allerdings davon aus, dass die größte Zahl der Religionsübertritte dadurch erfolgt, indem man beispielsweise einen Ehepartner heiratet, der
islamischen Glauben hat und beide Eheleuten möchten dann eine gemeinsame Religion ausüben und das hat mit religiöser Fanatisierung oder gar mit Gewaltbereitschaft überhaupt nichts zu tun. Unterstützen Sie da die Union vorbehaltlos, Herr Benneter? Zwei der Bombenplaner im Sauerland waren Konvertiten. Na gut, Konvertiten, und zwar jetzt nicht nur Konvertiten, die vom Christentum zum Islam übertreten, sondern Konvertiten generell sind ja solche, die dann besonders beweisen müssen, dass sie also in der neuen Religion gut angekommen sind und dass sie da nun fester sind als andere. Das hatten wir auch früher. Nehmen Sie Herbert Wehner, der musste auch immer beweisen, dass er jetzt Demokrat war. Und also vorher war er Kommunist. Ja, dass da also nicht mehr der Verdacht bestehen konnte, dass er nun wirklich überzeugter Demokrat war. Und diese Situation haben Sie bei allen, die eben so übertreten, nehmen Sie die Blockflöten aus der früheren DDR, die heute sich da in der CDU tummeln. Auch die sind dann die besonders eifrigen Christen, die sich da zeigen. Ne? Was denken Sie über diese Vergleiche, Herr Vogel? Ja, ich denke eigentlich, dass es eine falsche Sichtweise ist, weil was ich betrachte, ist eigentlich, dass die meisten, die den Islam annehmen, also nicht den Islam annehmen, einfach ja, weil sie irgendwie gegen den Strom schwimmen wollen, weil ich denke, dann wäre es auch ein bisschen zu schwer, die Regeln einzuhalten. Also es will keiner gegen den Strom schwimmen und als Jungfrau oder Keusch in die Ehe gehen, denke ich mal. Vielleicht rede ich auch von mir, ich kann mich natürlich nicht in das Innere von den anderen Konvertiten reinversetzen. Auf der anderen Seite natürlich kann ich auch schon die Angst verstehen, die momentan umgeht. Es wäre ja unrealistisch, wenn ich sagen würde, ach ja, alles Quatsch. Weil wir sehen ja schon, dass viele Dinge passiert sind. Ja? Und ich denke, dass wir als Muslime gerade große Sorge haben müssen, dass hier etwas passiert. Weil wenn was passieren würde in Deutschland, da würden unschuldige Menschen sterben, dann würden viele Menschen traurig sein. Aber ich denke, dass die größten Opfer danach die Muslime selber wären. Beispielsweise an diesem Tag, wie da die Festnahmen geschahen. Im Sauerland. Ja, im Sauerland, genau. Da hat meine Frau nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, bald können wir uns hier gar nicht mehr auf die Straße trauen. Herr Vogel, würden Sie denn jemanden anzeigen, von dem Sie gehört hätten, dass er da irgendwas plant? Ein Muslim? Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Ich will Ihnen das ausführlich erklären. Der Prophet Mohammed, der hat gesagt, du musst deinem Bruder helfen, wenn er im Recht und im Unrecht ist. Dann haben die Gefährten gefragt, wie, auch wenn er im Unrecht ist? Da hat er gesagt, ja, wenn er im Unrecht ist, dann musst du ihn aufhalten, das Unrecht zu tun. Und dies ist ein Unrecht und deswegen musst du mit allen Mitteln versuchen, denjenigen, der vorhat, ein Unrecht zu tun, ihn davon abzuhalten. Dazu gehört auch die Anzeige? Gehört dazu auch, ja. Und das ist auch das, was die großen Gelehrten beispielsweise sagen, auch einige aus Saudi-Arabien, zum Beispiel Abdullah al-Rudayan, wurde gefragt nach den Anschlägen in London, was ist, wenn man weiß, dass jemand so etwas vorhat, ob man ihn anzeigen soll? Und er hat gesagt, das soll man tun. Das ist eine Pflicht. Frau Nass, warum haben Sie gerade so schwer geatmet? Hat keinen Grund, nee. Einfach so. Seien Sie ehrlich. Ja, weil er viele Namen und Zitate immer nennt, aber ist okay. Also das Bibelfest. Muss nicht immer sein, denke ich, aber ist okay. Vielleicht nur eine kleine Anmerkung bitte, ja, zu Ihren Sorgen. Ja, bitte. Dafür habe ich durchaus Verständnis, deswegen bemühen wir auch uns da in Deutschland, das gilt für die Politik, das gilt für die Medien in ganz besonderem Maße, jede Form von Generalverdacht zu vermeiden. Ja, Sie machen sich Sorgen, wenn etwas passiert. Ich mache mir auch Sorgen, allerdings etwas andere. Sie genießen hier in einem Maße in der Bundesrepublik Deutschland Religionsfreiheit wie in kaum einem anderen Land dieser Erde und das verteidige ich immer. Mein Verhältnis zum Islam wird aber nicht dadurch bestimmt, wie sich der Islam verhält, wenn er, wie in Deutschland, in der Minderheit ist, sondern meine Auffassung vom Islam wird dadurch geprägt, wie sieht es eigentlich in den Ländern aus, wo wir eine weit überwiegende islamische Bevölkerung haben oder wo der Islam Staatsreligion ist, wie beispielsweise in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in Saudi-Arabien. Und dann sage ich Ihnen mal, die Christen in diesen Ländern wären heilfroh, wenn sie nur einen kleinen Bruchteil der religiösen Toleranz doch genießen würden, wie die Muslime bei uns in Deutschland. Und dafür sollten sie sich einsetzen. Ja. Dafür sollten sie kämpfen, dass die Christen in diesen Ländern genauso ihre religiöse Überzeugung auch
öffentlich leben können wie sie bei uns in Deutschland. Und das findet überhaupt nicht statt. Dort, wo der Islam in der Mehrheit ist, dort, wo es eine untrennbare Verbindung gibt zwischen der religiösen Überzeugung und der politischen Staatsherrschaft, hat keine andere Religion auch nur den Hauch einer Chance. Es gibt kaum eine religiöse Gruppe, die in der Welt so sehr verfolgt ist wie die Christen. Es ist meine herzliche Bitte, dass der Islam dort, wo er das Sagen hat, wo er die Mehrheit hat, genauso religiös tolerant ist. Können Sie Ihren Blick auch mal nach links wenden? Weil Frau Nass trifft die Frage genauso wie Herrn Vogel. Es ist immer interessant, wenn... Also zunächst einmal ist es interessant, dass immer die Argumentation so abläuft, dass gesagt wird, Sie genießen, jetzt gerichtet an Herrn Vogel oder auch an uns, an die Muslime, Religionsfreiheit in diesem Land, als ob das nur die Muslime betreffen würde. Die Religionsfreiheit gilt für alle Religionen in diesem Land und es muss da eine Gleichbehandlung der Religion geben. Das ist primär schon mal wichtig. Dann die Frage immer über andere Länder. Ich lebe in Deutschland und ich setze mich ein für all das, was gesellschaftlich relevant ist in Deutschland. Ich kann mich nicht einsetzen in anderen Ländern. Das müssen die vor Ort tun. Noch eine Sache, noch darf ich, dazu. Darf ich mal nachfragen? Wir reden ja in dieser Sendung über die berechtigte oder unberechtigte Angst von den, sagen wir mal, christlichen Deutschen, um nochmal die Unterscheidung zu machen, vor dem Islam. Können Sie es denn diesen Menschen, die ein wenig Furcht haben, verdenken, wenn sie nämlich sich Länder anschauen, wo der Islam Staatsreligion ist und wo er stark das Leben der Menschen beeinflusst, wenn sie sich auf diese Länder dann konzentriert haben, sagen, um Gottes Willen, das möchte ich hier nicht haben. Dafür haben wir nicht so lange gekämpft in der demokratischen Tradition. Das kann ich den Leuten nicht verdenken, weil ich habe im Gegensatz zu einigen anderen immer das Prinzip vor Augen, wir sitzen im selben Boot. Wir sind eine Gemeinschaft. Und wenn ich eine Berichterstattung im Fernsehen sehe, wo, was weiß ich, über Frauenbeschneidungen in Afrika berichtet wird und das dann versucht wird, islamisch zu legitimieren, dann ist es bei mir ebenso, dass dann die Hutschnur, sagt man, hochgeht, ne? Und dass es absolut nicht zu tolerieren ist. Wir sitzen da im selben Boot, was Ungerechtigkeiten in anderen Ländern betrifft, egal welche Religion diese Ungerechtigkeiten betreffen. Das bedeutet aber nicht, wenn es Ungerechtigkeiten in anderen Ländern gibt, dass man dann den hiesigen Muslimen sagt, schaut mal, in diesen Ländern gibt es doch die Ungerechtigkeit, also müsst ihr das doch auch hinnehmen. Ihr habt hier zu viel Freiheiten. Das finde ich nicht in Ordnung. Nein, ich würde gerne Herrn Bahring dazu. Wenn Sie das nicht sagen, dann ist es okay. Nein, lassen Sie gerade Herrn Bahring dazu. Ja, sie macht sich sehr einfach. Ja. Wenn man sieht, wie sozusagen Frauen in muslimischen Ländern behandelt werden, das schreit doch zum Himmel, dass die deutsche Frauenbewegung in allen ihren Spielarten das Thema nie behandelt hat, dass sie im Grunde genommen über die gewaltsame Unterdrückung der Frauen, die auf einen nicht ebenbürtiges Verhältnis zurückgeführt werden. Und damit habe ich ja auch Schwierigkeiten mit ihrem Kopftuch. Also die deutsche Frauenbewegung hat sich dem immer angenommen. Aber doch nicht aber im sicher. Ausland. Aber nein. Was heißt nicht im Ausland? Also sie hat es immer angeprangert. Nein, ja, also hat sie keineswegs. Mit einer ganz breite Bewegung, was diese Frauenbeschneidung da angeht. Frauenbeschneidung, also das ist ein winziger Punkt, das geht doch um viel mehr. Das ist zum Beispiel ein Projekt, Entschuldigung, Sie denken natürlich an das Projekt von Frau Lafontaine zum Beispiel. Die naja, oder auch was Zwangsverheiratungen angeht oder was Ehrenmorde angeht. Ja, also was, Können das ist keine breite Bewegung. Können wir das mal ausklammern, ob das nun breit war oder nicht? Dafür haben wir einen Faktencheck, www.wdr.de, können Sie morgen nachgucken, was die deutsche Frauenbewegung zu diesen Themen gesagt hat und ob das viel oder wenig war. Ich glaube, ich jetzt auch nicht so ganz entscheidend. Machen Sie Ihren Gedanken weiter. Naja, ich habe deshalb auch mit dem Kopftuch von Frau Naas meine Schwierigkeiten. Weil ich sagen würde, es ist eben mehr als ein Kleidungsstück. Es ist mehr als ein Ausdruck persönlicher religiöser Selbstverwirklichung. Es ist gleichzeitig ein Stück eines weit verbreiteten Machtanspruchs vieler im Islam. Ich sage ja nochmal, es ist sehr schwer zu sagen, wer der Islam oder was der Islam ist, weil er so vielfältig auch in seiner teils modernen Form ist, die aber in den arabischen Ländern zum Beispiel überhaupt nicht wissenschaftlich anerkannt wird, wo sozusagen nur die Orthodoxie regiert. Es ist sehr schwer zu sagen, wer also lieber, was ist. Lieber mit Frau Naas diskutieren, wenn sie kein Kopftuch auf. Ja, eindeutig. Ja. Nächstes Mal setze ich eine Perücke auf. Das ist eine latente Bedrohung. Nicht für mich, aber sozusagen für meine Gesellschaft, für meine Kinder, für meine Töchter, für die Zukunft dieses Landes. Entschuldigung, ich muss allerdings sagen, wirklich bezüglich des Kopftuchs,
ist es wirklich so, dass dort viele Missverständnisse bestehen. Es wird immer darüber gesprochen. Wäre es nicht schön, wenn die Frau, die das Kopftuch trägt, das übernehmen würde? Das fand ich gerade äußerst interessant. Also, das ja, haben Sie ihn unterbrochen. Aber wenn Sie es interessant finden, dann... Aber vielleicht habe ich einen anderen Punkt, dann kann ich... Nein. Sie sind hier die Betroffene, deswegen dürfen Sie sich aussuchen. Ich fand es nur ein bisschen merkwürdig. Ja. Aber bitte, dann erklärt die Mütze das Kopftuch. Die persönliche Beobachtung, die ich immer mache, ist, dass wirklich viele Leute in Deutschland denken, oh, das arme muslimische Mädchen wird ein Kopftuch gezwungen, das ist wirklich ein Konstrukt. Wie auf jeden Fall. Macht sie den Eindruck eines armen muslimischen Mädchens auf Sie? Von irgendjemandem gezwungen zum Kopftuch? Nein, aber ich finde es hochinteressant, dass ein Mann erklärt, was die Frau offenbar empfindet. Sie hat es sich aber gewünscht. Ja, das ist eben sehr muslimisch. Kann ich auch. Nein, das kann ich diesmal aus meiner Erfahrung heraus. Ja, weil ich war Frau. Nicht, wir wollen ja die Frauen hören. Ja, das ist aber sehr wichtig. Die Erfahrung, die ich mache mit Frauen, die sich an mich wenden in Vorträgen. Sie sind verheiratet mit einer Marokkanerin, haben zwei Kinder. Okay. Ja. Es geht darum, auf jedem Vortrag, wo ich bin, werden nachher Fragen eingesammelt. Mhm. Es kam noch nie jemand, hat gesagt, ach ja, ich werde zum Kopf gezogen. Fast auf jedem Vortrag kommen Briefe zu mir und sagen, was soll ich machen? Ich will das Kopftuch tragen, meine Eltern sind dagegen, der Arbeitgeber ist dagegen, in der Schule machen die Druck. Das ist eigentlich das. Also der Druck, den ich sehe, ist nicht, dass die Mädchen zum Kopftuch gezwungen werden, sondern dass sie gezwungen werden, von der Gesellschaft auf einen Gruppenzwang das Kopftuch auszuziehen. Ja. Okay, lassen wir das einfach mal stehen. Aber Sie sollten jetzt nochmal erklären, warum Sie das Kopftuch tragen und Herrn Baring nicht den Gefallen tun, sich wohler zu fühlen, nämlich indem Sie das Kopftuch abnehmen. Also ich dachte eigentlich, dass wir hier um dieses Warum trage ich das Kopftuch Thema herum sind oder dass wir davon ab sind. Aber ich sehe, wir sind immer noch nicht darüber weg. Ich hätte wohl zählen müssen, wie oft habe ich das schon beantwortet. Also zunächst einmal, wie alle hier sehen und hören, verhüllt dieses Tuch nicht meinen Verstand. Also ich kann klar denken, ich bin voll da und es ist kein Symbol der Unterdrückung. Ich habe auch in Ihrem Forum, in Ihrem Gästebuch ein wenig gelesen. Die werte Dame, die geschrieben hat, das ist jetzt auch an Sie gerichtet, dass ich nicht ernst zu nehmen bin aufgrund meines Äußeren. Da bitte ich doch darum, ein bisschen an der Wahrnehmung zu arbeiten und nicht alles am Äußeren festzumachen. Es ist eine religiöse Überzeugung. Und Sie haben eben von Macht, es verleiht Macht. Welche Macht verleiht mir mein Kopftuch? Das war jetzt meine nächste Frage. Macht in Deutschland, Kopftuch? Wie weit Sie voreingenommen sind oder geprägt, von außen geprägt, das kann doch eine freundliche Unterhaltung nicht widerlegen. Mhm. Das ist doch eine Frage, die man viel genauer wissen müsste. Die Tatsache, dass Sie jeweils mit einem Kopftuch hier erscheinen, unterscheidet Sie ja von anderen in diesem Lande Lebenden. Und das ist ja doch natürlich eine Besonderung, auf die Sie auch Wert legen und die deutlich eine Überzeugung widerspiegelt, die eben nicht die allgemeine ist und die mir Sorgen macht. Also Sie würden es bevorzugen, wenn jeder Mensch die Überzeugung widerspiegeln würde, die allgemeine ist. Nein. Jeder die eigene, aber es ist eben kein Schmuckelement, es ist kein Kopftuch. Nein, es ist kein Schmuckelement, es ist meine religiöse Überzeugung. Es ist eine religiöse Überzeugung, ja, und die hat in der Öffentlichkeit einer säkularisierten Gesellschaft, die auch hoffentlich eine säkularisierte Gesellschaft bleibt, nichts zu suchen. Wir wenn das sozusagen ein Massen ist. Ihre Meinung, aber ich bitte auch meine zu respektieren. Wir scheuchen doch auch die Nonnen nicht von der Straße, ja, in ihrer Tracht. Nein, das wird anders. Das wird anders gesehen. Das Kopftuch wird immer anders betrachtet. Das ist auch, ich danke Ihnen für diesen Hinweis. Nonnen sind, bei den Nonnen ist es ein Zeichen der Frömmigkeit, bei mir eigentlich auch, aber dem begegne ich natürlich nicht. Wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, heißt es dann, ich habe jetzt gemerkt, Sie sind intellektuell, Sie haben auch ein bisschen was auf dem Kasten, aber wenn ich Sie so auf der Straße gesehen hätte, würde ich das nie denken. Was? Danke, ich möchte nicht mehr das wandelnde Kopftuch sein. Unter dem Kopftuch habe ich einen Verstand. Und ich möchte nicht auf dieses Kopftuch reduziert werden. Es ist meine Glaubensüberzeugung, nicht mehr und nicht weniger. Wir haben ja eben auch gehört, dass es ein Teil des Fremdseinsgefühls ist. Vielleicht auch bei manchen Angst der Baring. Sie haben das ja angesprochen. Da sind wir immer noch auf der Spur. Das ist klar, dass Sie nicht zu mir reden über die Gefühle derer, die Sie sehen. Dafür können Sie ja nichts. Mhm. Wir reden ja gerade über die, die Sie angucken. Mhm. Einerseits gibt es die Terrorangst, jetzt auch noch geschürt
nach diesen Sauerland-Vorfällen durch Konvertiten. Andererseits ist es aber auch das zunehmende Selbstbewusstsein der 3,2 Millionen, ich nenne die Zahl nochmal, Muslime, die in Deutschland leben und die sich mit ihren Moscheen nicht länger in Industriegebieten und in Hinterhöfen verstecken wollen. In vielen Städten wird ja gerade jetzt über die Größe von Moscheen, über die Höhe von Minaretten diskutiert. Und da überrascht uns der scheidende bayerische Ministerpräsident mit der Forderung, ja, nach so etwas wie einer Norm. Edmund Stoiber sagte in einem Interview mit der Bild-Zeitung: Also, bei aller Toleranz, Kathedralen müssen größer sein als Moscheen. Wir haben uns gefragt, war diese Forderung überhaupt nötig? Wir haben mal nachgemessen. Das ist die Domkirche zu unserer lieben Frau in München, der Heimat von Edmund Stoiber, besser bekannt als Frauenkirche. Die beiden Türme sind 99 Meter hoch. Zum Vergleich, der geplante Moscheeneubau im Münchner Stadtteil Sendling sieht Minaretthöhen von 41 Metern vor. Der Kölner Dom ist 157 Meter hoch. Zum Vergleich, die beiden Minarette der geplanten Moschee im Stadtteil Ehrenfeld werden jeweils nur 55 Meter hoch. Die St. Josef-Kirche in Duisburg. Ihr Turm ist 41 Meter hoch und damit 7 Meter höher als das aktuell höchste Minarett in Deutschland, das zurzeit nur 10 Kilometer entfernt gebaut wird. Und ganz nebenbei, die St. Josef-Kirche ist nicht mal eine Kathedrale. Warum also fordert Edmund Stoiber etwas, das längst Realität ist? Herr Boss, haben Sie darauf eine Antwort? Ich gehe davon aus, dass Edmund Stoiber deutlich machen wollte, dass wir in Deutschland, in Mitteleuropa, eine christlich-jüdisch-abendländische kulturelle Tradition haben und dass unsere Innenstädte, gilt ja nicht nur für Köln oder München, im Wesentlichen geprägt werden durch sakrale Bauwerke des Christentums und dass das auch so bleiben soll. Die Frage war ja, es ist längst so und alles, was geplant ist, ist darunter. Was soll dann die Forderung? Die also warum kann man jetzt Edmund Stoiber dafür kritisieren, dass er die Realität beschreibt? Das kann man nur wirklich als Bauordner. Er hat eine Forderung. Herr Benneter, vor Ort entschieden. Die Forderung kam von einem CSU-Politiker, da müssten Sie doch als Sozialdemokrat mit ausgeprägter Juso-Vergangenheit reflexartig entschieden dagegen halten. Nein, ich wusste ja, dass gerade in Köln, da ist ja um den Moscheebau ging es ja dann schon eine ganze Weile, dass da also da die Höhe genau eingehalten wird. Die evangelische Kirche ist ein Stück drunter und die katholische noch ein Stück höher. Ich merke gerade, man hat mir hier, wenn das mal sehen, eine Teetasse gebracht, die kriege ich immer hier in Berlin, da ist der Dom drauf, der ist immer noch dreimal höher in der Kirche, in der Spitze als... Naja, es geht ja auch um die umliegenden Kirchen, ja, also die, der Dom ist ja dann noch ein Stück weit weg von Ehrenberg, aber... Ehrenfeld, Entschuldigung. Sie sind Berliner, ist Ihnen verstanden. Ja, muss man mir nachsehen. Übrigens steht an dieser Stelle schon eine Moschee, das muss man vielleicht, es wird keine neue gebaut, sondern es wird auf dem gleichen... Jetzt ganz geschickt, weil ich auch ein bisschen geflaxt habe, um die Antwort herumgedrückt. Was halten Sie von einer solchen Forderung? Anders gefragt, darf es auch mal passieren, dass eine Moschee ein Minarett höher ist als der Kirchturm? Also das könnte durchaus der Fall sein, aber die Art und Weise, wie Stoiber das jetzt in die Diskussion bringt, unmittelbar im Zusammenhang auch mit den Fahndungserfolgen, das zeigt natürlich, dass er deutlich machen wollte, den christlichen Leitanspruch, der ja in ihren Vorstellungen ja auch immer mal wieder vorkommt, der sollte hier eben auch in der Höhe der Kirchen und der Kathedralen zum Ausdruck gebracht werden. Herr Baring, was ist gegen einen christlichen Leitanspruch zu sagen? In Deutschland? Naja, sagen wir mal, gehen wir mal von dem Kölner Moscheebau aus. Der Kölner Dom fasst 4000 Leute, die Moschee wird auch 4000 Leute fassen. Der Kölner Dom ist nur an Weihnachten voll. Ja, eben. Aber das Entscheidende ist doch, da liegt doch ein Machtanspruch vor. Ich meine, wenn Sie sich mal angucken, wer sozusagen die Kölner Moschee bauen will, dann ist das ja nicht irgendwelche lokalen Moslems, sondern es ist sozusagen die Religionsbehörde in Ankara. Und wenn man nicht sieht, dass das eine kulturelle und damit weit über das politische Demonstration ist, dann ist man so naiv, wie es die Polizei nicht erlauben sollte. Herr Benneter verharmlost doch die Situation, indem er so tut, als ob es überhaupt gar keine Frage sei. Denn glauben Sie eins, wenn die Kölner Moschee so gebaut wird, wird das nicht die einzige bleiben. Und das wird natürlich eine ungeheure Ängste auslösen und mit Recht.
Es ist ja bekanntlich in vielen Ländern der Fall, dass sozusagen es Mehrheiten und Minderheiten gibt. Und es ist nur angebracht, dass die Minderheiten auf bestimmte Dinge verzichten. Also im Habsburger Reich war es, wenn ich richtig unterrichtet bin, so, dass... Als Professor erwarte ich das von Ihnen. Dass Protestanten und Moscheen nur gebaut werden durften, A, in Nebenstraßen und ohne Türme. Darüber muss man nachdenken. Es ist ja nicht so, dass die Moslems in diesem Lande das Sagen haben, dass sie einen Herrschaftsanspruch erheben können, der ihnen eigen ist, der aber von unserer Mehrheitsgesellschaft nicht hingenommen werden kann. Religiöse Toleranz heißt ja nicht, das ist der große Unterschied zu den Juden. Die Juden haben immer gewusst, wir sind Minderheiten und müssen uns in unseren religiösen Äußerungen der Mehrheit in gewisser Hinsicht anbequemen unter Bewahrung des Kerns unserer Religion. Von dieser Art von, wie soll ich sagen, Weltklugheit ist weithin, natürlich nicht überall, weithin der Islam noch sehr entfernt. Immer schwierig, aber es hat den Juden nichts genützt, gerade in Deutschland. Es hat den Juden nichts genützt, gerade in Deutschland, deswegen finde ich den Vergleich jetzt ein bisschen... Das ist die berühmte Ausnahme. Wie gesagt, wenn die Juden sich nicht in Deutschland sehr zu Hause gefühlt hätten, hätten wir das Ganze gar nicht erlebt. Sie waren ja sehr stark integriert. Aber sie haben eben gleichzeitig, solange das gut ging, und es ging ja lange gut, bis dann jener Hitler über uns kam, haben sie ja im Grunde genommen diese Regeln des Einpassens beachtet. Ich glaube, dass wenn man nicht das Problem sieht, dass die Moslems da, wo sie sind, redet nicht immer in der Schule miteinander auf der Schulbank. Ja, die, in der großen Koalition reden die im Moment nicht so häufig miteinander. Ist ja auch ganz deswegen müssen sie gehen. Nur einmal friedlich, jetzt ist es auch nicht richtig. Nein, an sich freut es mich. Eben etwas verwirrend, was Sie da... So, bevor das hier in der Lustigkeit untergeht, Frau Nass, Sie haben ja ungeheure Dinge eigentlich eben schlucken müssen. Waren Sie froh, dass ich Sie nicht gefragt habe? Sie dürfen sich auch einmischen. Ich darf mich auch, Sie können mich auch gerne fragen, dass das, was Herr Stoiber gesagt hat und das, was auch hier eben so zu hören war, ist ganz deutlich, ordnet euch unter. Wir sind hier die sozusagen... Ordnet euch ein, das nicht, ist was anderes. Nicht unter. Also das ist jetzt Ihre Perspektive und ich lege gerade meine Perspektive da, wenn Sie erlauben. Bei mir kam es so an, ordnet euch unter. Wir haben hier eine Leitkultur und denkt ja nicht, dass ihr irgendwie uns, das Wort haben Sie, glaube ich, am Eingang benutzt, am Anfang unterwandern könnt oder wie auch immer. Und diese ganze Debatte, die bringt uns nicht weiter. Die wird uns überhaupt niemals weiterbringen. Ne? Wie soll man, stellen Sie sich vor, Sie laden einen Gast bei sich zu Hause ein. Ich bezeichne mich nicht als Gast, ich betrachte mich nicht als dessen in Deutschland. Aber stellen Sie sich vor, Sie laden einen Gast bei sich zu Hause ein und machen schon mal von vornherein klar, ich sitze am Tisch, aber du sitzt da unten. Das ist doch und ganz dann falsch. Wundern Sie sich, dass es Unruhen gibt oder dass sich Menschen nicht wohlfühlen. Diese Menschen fühlen sich dann nicht willkommen bei solchen Aussagen. Also ein Gast und dann wundern Sie sich, dass es irgendwelche Ausschreitungen oder so gibt. Wenn sich diese Menschen so weiterhin fühlen und solche Aussagen sich anhören müssen, dann ist es für uns umso schwieriger, ständig diese Sachen gerade zu bügeln. Sie haben, und dafür würde ich immer kämpfen, Recht auf freie Meinungsäußerung. Zum Recht auf freie Meinungsäußerung gehört aber auch, einen Moscheebau ablehnen zu dürfen. Ja. Das gehört auch dazu. Da gehe ich mit Ihnen vollkommen konform. Man muss das sagen dürfen oder muss man Argumente wechselseitig austauschen. Und das hat mit Unterordnen, mit unten am Tisch sitzen Aussagen, überhaupt die ich nichts eben zu gehört tun. Habe. Ich nehme aber Ihr Sprachbild gerne auf. Ja. Dann muss ich die Hausordnung dieses Hauses auch respektieren. Ja. Dann muss ich sie akzeptieren, auch wenn ich bei meinem privaten Zuhause eine andere Hausordnung habe. Ja, sicherlich. Und welche Hausordnung wurde jetzt nicht respektiert? Was Herr Baring gerade angesprochen hat, kommt hier leider zu kurz. Deswegen muss ich noch mal eben auf das Kopftuch eingehen. Danke. Sie können, ich würde, ob Sie es tragen oder nicht, hätte in meinem Verhältnis zu Ihnen überhaupt keine Änderung. Das ist Ihre private Glaubensüberzeugung, die habe ich zu respektieren. Ich käme nicht auf die Idee, das zu kommentieren oder gar zu kritisieren. Aber tun Sie doch nicht so, als sei das Kopftuch kein politisches Symbol. Warum ist eigentlich in der Türkei das Tragen von Kopftüchern in öffentlichen Gebäuden und Universitäten verboten? Darf ich mal einen Tipp als Moderator geben? Immer nur eine Frage stellen. Antworten Sie mal darauf. Erstmal die Frage. Kann ich einen Zettel haben, damit ich mir die Fragen notiere? Weil ich bin jetzt in der Türkei schon wieder, immer wieder das Gleiche. Warum in der Türkei? Fragen Sie doch in der Türkei nach. Ich lebe hier.
Ich bin deutsche Staatsbürgerin. Die dürfen Sie doch nicht sagen. Fragen Sie doch in der Türkei nach. Nein, die Antwort lasse ich Ihnen aus folgendem Grunde nicht durchgehen, weil man die Antwort kennt. Ja. Die Türkei ist ein Land mit 99,7% islamischer Bevölkerung. Mhm. Die Türkei kämpft einen verzweifelten Kampf gegen den Islamismus. Herr Kaplan, der lange Jahre leider hier in Deutschland war, ist in der Türkei Staatsfeind Nummer 1, weil die Muslime in der Türkei wissen, wie brandgefährlich der Islamismus ist als religiöse politische Bewegung. Sie wissen doch, dass es islamische Länder gibt, wie beispielsweise den Iran, wo eine fürchterliche Theokratie herrscht, die Herrschaft einer religiösen Bewegung. Dass Sie da gar nicht ohne Kopftuch über die Straße gehen können. Da haben Sie nicht die Freiheit, ein Kopftuch zu tragen oder nicht, so wie in der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen ist das Kopftuch auch Ausdruck einer bestimmten politischen Überzeugung und Bewegung und dass die Sorge bereitet, nicht Ihre persönliche Glaubensüberzeugung, sondern der politische Fanatismus, der bei manchen dahinter steht, das müssen Sie akzeptieren, das hat nichts mit Phobie zu tun. Herr Benneter, ich glaube, Herr Benneter möchte Ihnen gerade helfen. Sein, dass das bei manchen dahinter steht. Aber wenn Frau Nass sich hier hinstellt und sagt, das ist meine persönliche religiöse Überzeugung, dann denke ich, können wir das auch alle akzeptieren und müssen ihr nicht vorhalten, wie es in der Türkei aussieht. Ja, also mir könnte man auch nicht vorhalten, was weiß ich, wie es irgendwo in Südamerika aussieht, wenn sich da einer Sozialdemokrat nennt und sagt, hier, Benetta, das und das geschieht in dessen Namen. Benetta, ich habe mich nur dagegen gewehrt, dass das Kopftuch nur, in Anführungszeichen, Ausdruck einer persönlichen Glaubensüberzeugung sei. Ja. Das ist es auch und kann es sein. Mhm. Es ist aber auch ein politisches Symbol und dieses Symbol ist unvereinbar mit den Grundwerten und Grundüberzeugungen bei uns hier in Deutschland. So wie das Kreuz auch als politisches Symbol hier und da missbraucht wird. Das ist eben der Unterschied. Sie, Herr Benneter, Sie machen mich zunehmend nervös, weil Sie sozusagen das Thema wegreden. Das machen Sie seit Jahrzehnten, nicht Sie, sondern Ihre Partei. Ja, Sie leugnen ein Problem. Ich habe mal eine. Ich bin so selbstzufrieden, weil Sie das Thema nicht zu sagen haben. Anders ein, als Sie das tun. Nein, Sie gehen nicht drauf ein. Sie leugnen. Sie sagen, es gibt das Problem gar nicht. Ich habe eine Leitkultur und das hat zu zählen und alles andere hat sie unterzuordnet. Na, selbstverständlich. Verstehe ich, Frau Nasch, wenn Sie das weiß. Sie gehen doch auch von der Leitkultur aus. Sie werden sich doch nicht eines Tages zum Moslem machen lassen, wenn das nicht gewünscht wird. Ich will mich doch nicht zum Moslem machen lassen, ohne davon zu faseln, weil Sie eben unglaublich naiv sind. Sie verfolgen die Themen nicht wirklich. Sie sollten sich wirklich mehr kümmern, bevor Sie sich äußern. Frau, eine Frage. Frau Nasch hat eine Frage. Was ist denn die Lösung des Problems? Ja. Das wüsste ich gerne mal von Herrn Bosbach und von Herrn Bahri. Das ist eine allgemeine Frage. Was ist die Zukunft des Islam? Sie reden die ganze Zeit über das Problem Kopftuch. Was ist denn die Lösung? Wie würde es denn besser laufen aus Ihrer Perspektive? Kritisieren ist immer einfach. Was ist die Alternative? Ja, ich glaube, das ist schon deutlich geworden in der Diskussion, die wir gehabt haben. Ihre These oder Ihre Programmatik läuft auf die Parallelgesellschaft raus. Während die These, die ich habe und die, glaube ich, auch Herr Bosbach hat, darauf hinausläuft, ich habe das vorhin schon gesagt, dass im Laufe von Generationen, nicht von heute auf morgen, nicht beim Eintritt ins Haus, wie Sie vorhin gesagt haben, sondern im Laufe von Generationen auch Ihre Kinder und Enkel das Kopftuch ablegen. Auch wenn sie die religiöse Überzeugung behalten, weil sie dann ein moderner Islam sie beseelt und nicht mehr die fanatische oder fanatisch missdeutbare Form, in der sie heute noch leben. Ich hatte auch mal eine Frage. Ausreichend beantwortet, Ihre Frage. Dann möchte vielleicht auch noch Tisch was dazu. Wir sind gleich dran, aber wir arbeiten die Fragen ja nacheinander ab. Mhm. Vielleicht ist ein Teil Öffnung auch wichtig, wenn Sie sagen, was ist die Lösung des Problems. Mhm. Marc G., auch wieder anonym, Frage an Frau Nass. Uns ist aufgefallen, dass in unserer Nachbarschaft türkische Eltern darauf achten, dass ihre Kinder untereinander spielen. Selten wird der deutsch-türkische Kinderkontakt gefördert von den Eltern. Mhm. Türken, die den deutschen Pass haben wollen, aber oftmals unter sich bleiben. Warum? Mhm. Wir kennen auch die Stadtteile mit den Satellitenschüsseln, die auf rein türkische Programme ausgerichtet sind. Und da sind wir wieder bei dem, was Parallelgesellschaft genannt worden ist. Wenn wir das in der dritten, vierten Generation mit den Kindern so weitermachen, ist die von Ihnen erfragte Lösung nicht in Sicht. Sehe ich genauso. Mhm. Es gibt vielleicht auch
Familien, die nicht Türken sind, ich benenne keine Nationalitäten absichtlich, die auch dagegen sind, dass ihre Kinder mit anderen Kindern oder mit anderen Nationalitäten spielen. Aber das finde ich absolut Quatsch. Also das ist völlig unsinnig. Wir leben alle in einem Land, in einem pluralistischen Land. Wir haben viele, viele Facetten. Wir haben ein Mosaik an verschiedenen Farben, die ich auch alle gut und wichtig und richtig finde, die ich als Bereicherung sehe. Und dieses Mosaik sollte zusammenspielen. Ich möchte kein Schwarz und kein Weiß haben, denn genau das ist ja Schwarz-Weiß. Ne? Gehen Sie denn zum Beispiel auch in der Lehrerausbildung, die Sie machen, gehen Sie dann auch auf entsprechende Kolleginnen zu? Wenn Sie sowas mitkriegen in der Nachbarschaft, reden Sie dann auch mit Rede jeden, den ich erreichen kann. Das ist aber gerade der Punkt. Man erreicht nicht alle. Man kann nicht überall gucken und versuchen, irgendetwas voranzubringen. Ich versuche jeden dazu anzuregen, in seiner Nachbarschaft, in seinem Stadtteil, in der Schule, im Kindergarten, gemeinschaftlich etwas auf die Beine zu stellen. Und daher bin ich auch immer, es ist für mich immer ein Problem, es wird so viel kritisiert. Ich möchte diese Kritik, die kenne ich ja schon, aber was sind die Taten? Was soll getan werden? Also Frau Naas, Sie sind ja nun ein Modell für tolle Integration. Aber Sie bin wissen, ich nicht, ich trage nein, Sie wissen, Sie wissen natürlich, dass viele andere in Ihrer Generation, die also auch die zweite Generation ist, eben nicht so gut Deutsch spricht, ja. Dass sie eben nicht bereit sind, sich so einzubringen in die deutsche, auch in die deutsche Gesellschaft hier. Und insofern wissen Sie, wie notwendig es ist, zum Beispiel auch die Mütter dazu zu bringen, Deutsch zu lernen, damit das, also und nicht immer nur türkisches Fernsehen zu sehen oder anderes Fernsehen. Auf jeden Fall. Herr Vogel, wenn Sie, ich Ihnen verspreche, Sie sind gleich dran mit Ihrer Frage. Ich möchte aber jetzt unsere Zuschauer zu Wort kommen lassen. Es ist nämlich schon ein bisschen spät geworden dafür. Brigitte Büscher hat, ich habe es gesehen, die Ohren heiß telefoniert und Mails gelesen. Unsere Zuschauer zum Thema. Also Sie haben vor allen Dingen ganz stark diskutiert, ist uns der Islam zu gefährlich und wie gehen wir mit denen um, wie viel Multikulti können wir vertragen, wie viel Integration brauchen wir und sind wir da nicht schon zu weit gegangen? Wir hatten es ja vorhin schon in unserem kurzen Einspielfilm, dass viele gesagt haben, das geht uns alles viel zu weit und wir haben richtig viel Angst vor dem Islam und da es spricht durchaus auch bei uns jetzt in den letzten Minuten immer noch sehr viel Ablehnung raus. Einen, der auch heute wieder mal anonym bleiben möchte, möchte ich voranschicken. 61 Jahre alt ist der, heute lieber anonym, schreibt er als Namen. Dieser ganze Multikulti-Schwachsinn gehört sofort beendet, schreibt er, und die ganze Gefühlsduselei muss sofort aufhören. Man lächelt uns an und verachtet uns. Und er zitiert, und das hat Herr Busbach eben auch getan, den Kaplan von Köln, und unseren Zuschauer hat es eben sehr gestört, wie lange es gedauert hat, bis der Kaplan von Köln endlich ausgewiesen worden ist. Das, um das mal zu sagen, war aber nicht ein Problem der Muslime, sondern der deutschen Justiz, Herr Busbach. Ich werde auf die Feststellung, das war nicht der Kaplan von Köln, der hieß Kaplan. Das ist im Interesse der katholischen Kirche. Auch. Aber dass die deutsche Justiz alles getan hat, um den dann doch loszuwerden. Ja? Also hat aber gedauert. Hat gedauert. Ich glaube, das ist auch etwas, was die Zuschauer einfach in ihrer Wahrnehmung stört. Es dauert einfach ganz lange, bis jemand ausgewiesen wird. Das ist, kommt auch immer wieder vor, dass unsere Zuschauer sich wünschen, muss eine ganz klare Grenze gezogen werden. Wir können nicht alles zulassen, was unter dem Deckmantel des Islam passiert. Wolfgang Eckert aus Eschweiler hat uns angerufen und hat gesagt, wir müssen aufpassen, dass im Hinterhof da nicht irgendwas passiert, was wir gar nicht wollen. Und er sagt, wenn Kinder in Koranschulen zu Hass erzogen werden, ihnen beigebracht wird, dass die Deutschen Ungläubige sind, die in der Hölle landen werden, dann muss der Staat eingreifen. Es ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes, ein Auge auf Koranschulen zu werfen. Im Zweifelsfall muss dann eine solche Schule geschlossen und der Hassprediger ausgewiesen werden. Es gibt aber auch die Stimmen, die versuchen so ein bisschen zu differenzieren und sagen, wir können nicht alles, was Islam draufsteht, in einen Topf schmeißen und gucken, dass wir diesen Topf irgendwie loswerden. Axel Winzig aus Heidelberg sagt, wenn es in Deutschland zu einem großen Anschlag von islamistischen Terroristen kommen sollte, dann dauert es sicher nicht lange, bis die erste Moschee brennt. Dann trifft es brave, unschuldige Gläubige. Deswegen sollte es im Interesse aller Vernünftigen sein, dringend eine Abgrenzung vom Islamismus vorzunehmen. Das ist auch so eine versteckte Aufforderung an die Muslime selber. Wie schwer es ist, aufeinander zuzugehen, hatten wir eben auch mit den Kindern, die nicht miteinander spielen dürfen. Horst Witte aus Berlin hat uns angerufen, hat eine vielleicht ähnliche Erfahrung gemacht, aber von seiner Seite aus. Er hat uns erzählt am Telefon, ich habe selbst an christlich-islamischen Gesprächen teilgenommen, aber das werde ich nicht wieder machen, weil ich dort als Ungläubiger beschimpft worden bin. Muslime sind da nicht besonders fair. Wie schlimm ist der Islam? Michaela, 21 Jahre alt, sagt, vielleicht sind Sie gar nicht so schlimm. Sie sagt mir, es ist prinzipiell egal, ob Leute der muslimischen oder christlichen Religion angehören. Ich fühle mich von den Muslimen keineswegs unterwandert und finde es ungerecht, alle Muslime unter Generalverdacht zu stellen. Herr Vogel ist natürlich jemand, der so polarisiert. Zum einen durch sein Aussehen, zum anderen durch seine Geschichte. Gerlinde Mager aus Hünstetten hat uns angerufen und hat gesagt,
Wenn Herr Vogel unbedingt zum Islam konvertieren wollte, dann hätte er doch in ein Land gehen können, wo der Islam praktiziert wird. Wer in Deutschland leben will, der soll sich unseren Sitten und Gebräuchen anpassen. Was haben Sie gesagt? Sie sind dabei? Ich bin dabei. Ich will auswandern. Meinen Sie das ernst? Ich meine das ernst. Warum? Natürlich. Warum? Ja, ich glaube nicht, dass wir hier noch lange willkommen sind in dem Land. Deswegen möchte ich mich retten, bevor hier noch was passiert. Wo wollen Sie hin? Es ist zum Beispiel letztes Mal im Internet geschrieben worden über mich. Dich müssen wir an die Wand stellen und anzünden mit, und dann mit Schweinepisse. Also haben die Leute gesagt, müsste man dich löschen, du Abtrünniger. Beispielsweise. Und deswegen wäre für mich also ein islamisches Land natürlich das, wo ich denke, für mich persönlich die beste Lebensqualität hätte. Was sagt denn Ihre Frau dazu? Ja, die wäre auch nicht abgeneigt, weil ihre Familie lebt ja in Marokko und da käme das ja auch praktisch. Man hat sie da in der Familie. Wir lachen gerade. Warum lachen Sie? Dann käme das praktisch, fand ich so lustig. Also deswegen habe ich gelacht. Wenn Auswanderung die Lösung für ein Problem ist, was man selber feststellt, dann soll man das gerne machen. Aber ich habe nicht vor, auszuwandern. Ich fühle mich hier wohl. Danke. Brigitte? Vielleicht sollte jetzt nicht das Ziel dieser Sendung sein, dass wir jetzt die Muslime zum Auswandern auffordern. Ne? Haben Sie den Eindruck, Herr Benedikt? Nein. Dankeschön. Brigitte? Vielleicht als letzte Stimme noch Marianne Kiedorf. Sie hat erzählt, dass sie in vielen islamischen Ländern, in Syrien, Jordanien, Ägypten und so weiter gelebt hat. Und sie habe sich dort überall den jeweiligen Landessitten angepasst. Man hätte mich überall zur Ausreise gezwungen, wenn ich dort so für das Christentum geworben hätte, wie Herr Vogel es hier für den Islam tut. Ganz herzlichen Dank, Brigitte. Wir haben viel über Ängste gesprochen und nun haben wir auch Ängste von Herrn Vogel gehört, der gesagt hat, die Angst ist so groß, dass ich an Auswanderung denke. Jetzt reden wir nochmal über die Angst der Deutschen. Was ist da Angst? Was ist da Hysterie? Wenn es offenbar nur glücklichen Umständen zu verdanken ist, dass wir in Deutschland... 4. September 2007. In der Sauerlandgemeinde Medebach-Oberschledorn nimmt die Polizei drei Männer fest, zwei zum Islam konvertierte Deutsche und einen Türken. Mehr als 700 Kilogramm Wasserstoffperoxid hatten sich die mutmaßlichen Terroristen besorgt. Sie sollen Bombenanschläge auf von Amerikanern besuchte Einrichtungen wie den Frankfurter Flughafen, Diskotheken oder die amerikanische Luftwaffenbasis Ramstein geplant haben. Generalbundesanwältin Monika Harms spricht von einer der schwerwiegendsten terroristischen Anschlagsplanungen in Deutschland. Wir haben Glück gehabt vor drei Wochen. Es war 5:05. 10. März 2003. Das Oberlandesgericht Frankfurt verurteilt vier islamistische Terroristen aus Algerien zu Haftstrafen zwischen 10 und 12 Jahren. Von Frankfurt aus hatten die Männer im Winter 2000 einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg geplant. In letzter Minute wurde der Plan vereitelt. Glück gehabt, auch hier war es 5:05. 31. Juli 2006. In zwei Regionalzügen in Koblenz und Dortmund stehen zwei herrenlose Koffer. Darin ein Benzingemisch, Zündvorrichtungen, Gasflaschen, professionelle Bombenkonstruktionen. Sie sollten in den beiden Zügen explodieren. Hunderte Menschen hätten sterben können. Ein 21-jähriger Libanese wird wenig später in Deutschland festgenommen, sein Komplize im Libanon. Angeblich wollten sie sich mit den Anschlägen für Kampfeinsätze im Irak empfehlen. Auch hier Glück gehabt. Dabei war es eigentlich schon 11:55. Denn, dass das Attentat missglückt ist, lag allein daran, dass die Täter beim Bau der Bomben gepfuscht haben. In diesem Zug hätten auch Sie sitzen können. Was denken Sie über die Sicherheitspläne der Bundesregierung, die ja jetzt viel diskutiert werden in den letzten Tagen und die sich auch besonders der islamistischen Szene widmen? Sind Sie dankbar dafür, dass Sie so ein Gas geben? Sicherheit ist wichtig. Ich denke, Sicherheit ist für jeden wichtig. Man sollte im Vorhinein Vorkehrungen treffen, damit man im Nachhinein, auf Türkisch würde man sagen, sich nicht auf das Knie schlagen muss. Ich bin auch Teil dieser Bevölkerung und diese Attentate, wenn so etwas passieren sollte, betreffen mich ebenso. Es gibt, soweit ich weiß, keinen Sensor in der Bombe, der sagt, stopp, Muslim, hier nicht hochgehen, sondern das betrifft uns alle. Und das ist natürlich klar, dass man Ängste hat. Nur die Sicherheit sollte natürlich auch gucken, dass sie sich im Rahmen der Verfassung befindet. Aber da haben wir ja Juristen, die das viel, viel besser wissen als ich. Herr Benedikt, da müssen Sie lachen, oder?
Na, lachen nicht, aber der Hinweis, dass es dafür dann die Juristen zuständig sind, was die Frage der Sicherheit angeht. Wir haben eine gute Sicherheitsarchitektur, das zeigen ja auch die Fahndungserfolge. Richtig ist auch, dass wir Glück gehabt haben. Richtig ist auch, dass wir weiterhin eine große Bedrohung haben. Aber richtig ist eben auch, dass wir unseren liberalen Rechtsstaat erhalten wollen und nicht in einen autoritären Sicherheitsstaat verfallen wollen. Da guckt der Herr was machen eine ganz andere Da sind wir uns ja einig. Da muss ich mal ein bisschen nachhelfen. Wenn Sie sich nur in der Abstraktheit einig sind, sollten wir vielleicht mal ein bisschen konkreter werden. Wir haben über Konvertiten geredet. Wir haben darüber gesprochen, dass Sie gerne den 150-prozentigen Einsatz zeigen, dass Sie überschäumen für Alpha. Die deutsche Antwort auf diese Art von Konvertiten heißt Wolfgang Schäuble. Ihm verdanken wir neben den aufgedeckten Anschlagsvorbereitungen die Diskussion der vergangenen Woche, und dann ist es vielleicht ein bisschen konkreter und nicht so abstrakt, Herr Benneter, wie Sie das gerade gesagt haben. Die Weltgeschichte hält den Atem an. Solche Tage mag Wolfgang Schäuble ganz besonders. Und jetzt drücke ich. Per Knopfdruck startet der Bundesinnenminister Ende März die Anti-Terror-Datei und er stellt weitere Forderungen auf. Schäuble will unter anderem gekaperte Passagierflugzeuge abschießen lassen, Fingerabdrücke aller Bürger speichern, Privatcomputer online durchsuchen lassen, die Bundeswehr im Inneren einsetzen, die Rasterfahndung erweitern, die akustische Wohnraumüberwachung, besser bekannt als großer Lauschangriff, ausweiten. Bis heute ist aus keiner dieser Forderungen ein geltendes Gesetz geworden. Mit seinen immer neuen Vorschlägen zieht der Minister vielmehr regelmäßig den Unmut anderer auf sich. Man kann darüber nachdenken, ob die Art, wie die Vorschläge kommen, vor allen Dingen in einer Art Staccato, immer wieder neue Dinge, ob das so optimal ist, wie sollen das die Leute verkraften. Schäuble verteidigt sich und macht, falls nötig, einen Rückzieher. Und wenn ihm keiner mehr zuhören will, legt er nochmal nach. Mitte September erzählt der Innenminister der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass die Frage eines Terroranschlags mit Nuklearmaterial Experten zufolge nur noch eine Frage der Zeit sei. Viele Fachleute sind inzwischen überzeugt, dass es nur noch darum geht, wann solch ein Anschlag kommt, nicht mehr ob. Große Aufregung in den Medien und bei den Partnern in der Koalition. Sie finden Schäubles Wochenendinterviews langsam ärgerlich und werfen ihm Panikmache vor. Dabei wollte der Innenminister Panikmache vermeiden. So sagte er im selben Interview: Ich rufe dennoch zur Gelassenheit auf. Es hat keinen Zweck, dass wir uns die verbleibende Zeit auch noch verderben. Zeit. Herr Benneter, ja. Die SPD ist Koalitionspartner, Regierungsmitglied. Wenn Wolfgang Schäuble die Lokomotive ist in der Sicherheitspolitik, wo sehen Sie sich da? Im Bremsehäuschen oder vielleicht im Speisewagen, weil in der Ruhe die Kraft liegt? Na, ich sehe ihn eben nicht als eine Lokomotive, sondern er ist eher da im Bremsehäuschen. Wir hätten ja ein BKA-Gesetz schon längst haben können, wenn er nicht unbedingt da auf der Online-Durchsuchung als Bestandteil dieses Gesetzes bestehen würde. Hier steht eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts an und wir tun gut daran, die abzuwarten. Ist das Ihr einziger Kommentar zu dem Auftreten? Ansonsten, das, was Sie da so aufgezählt haben, das ging ja alles ein bisschen kreuz und quer. Das sind ja Dinge dabei, die wir jetzt so im Detail miteinander in der Großen Koalition erörtern. Aber was natürlich nicht in Frage kommt, ist, dass man verfassungswidrigerweise meint, Passagierflugzeuge mit Unschuldigen drin abschießen lassen zu können. Da hat das Bundesverfassungsgericht klar gesagt, das geht gegen unsere Menschenwürde, so wie wir es in unserem Grundgesetz festgehalten haben. Und dabei bleibt es. Mit Sozialdemokraten wird es hier keine andere Republik geben. Und das ist ja das Problem bei Schäuble. Jeder fragt ja, was treibt ihn da eigentlich, uns da alle so wuschig zu machen? Er will da eine andere Rechtsordnung, offensichtlich eine andere Gesellschaftsordnung, weist ja immer auf einen Otto, wie heißt er, Deupelheuer oder so hin. Irgendein Professor Depenheuer. Ja, Depenheuer, ja, aus Herr Bosbach, schön, dass Sie da sind. Aus Bonn, ja. Ich weiß nicht, ob mir das noch hilft in den letzten Minuten. Und,
Und seine Lektüre, und der vertritt ja Thesen, die sie, wie sie auch Carl Schmitt vor, vertreten hat. Darf ich auch diesen kleinen Geschichtskurs abbrechen? Ein Rechtstheoretiker, der eben die Nazis befördert hat. Das sollte man wissen. Oh. Ja? Oh. Ja? Nazi-Vergleiche sind schrecklich, das wissen... Keine Nazi-Vergleiche, ja, sondern doch, die auch die Theorien von Karl die Schaden Schmitt angeht, Moderatoren, sollte Politiker. Man da jedenfalls Klartext reden. Ja. Ne? Also, Sie können alles mit allem vergleichen, aber nichts mit den Nazis. Sie können alle mit allen vergleichen, aber niemanden mit Hitler. Das sollte... Punkt. Das wollte er auch nicht, aber ich wollte diese Sackgasse gar nicht erst betreten lassen, Herr Baring. Ab wann besorgt man eigentlich das Geschäft derjenigen, die unsere Grundordnung zerstören wollen, indem man sie freiwillig aushöhlt? Sehr schwierige Frage. Deswegen stelle ich sie dem Professor. Nehmen wir an, wir hätten einen solchen Anschlag, dann werden alle den... Herrn Schäuble, vielleicht noch den Herrn Jung nehme ich an, etwas weniger, dafür preisen, dass er rechtzeitig auf die Gefahr aufmerksam gemacht hat. Man muss sich ja auch klar sein, wenn wir eine solche Explosion erleben würden, in welcher Form auch immer, würde es ja nicht das Land auslöschen. Das ist ja der große Unterschied zu den Weltkriegen, wo Hunderttausende, wo Millionen umgekommen sind. Das ist ja nicht die heutige Gefahr. Es kann jeden von uns treffen, aber es ist ja unwahrscheinlich, dass es alle trifft. Und insofern wäre eine größere Gelassenheit durchaus angebracht. Die Bevölkerung auf solche denkbaren Gefahren vorzubereiten, dass sie das nicht vollkommen für ausgeschlossen halten, aus allen Wolken fallen, das halte ich für richtig. Ob Herr Jung gut beraten war, dieses Thema gerade aufzubringen, ist mir fraglich allerdings, weil ich glaube, dass sozusagen der übergesetzliche Notstand, und ich bin ja Jurist, genau wie Herr Bennetter auch, und Herr Bosbach glaube ich auch, das ist sozusagen eben nicht gesetzlich regelbar, weil es sozusagen an der Tatsache der Tötung, an der Tatsache der Schuld nichts ändert, sondern allenfalls die Straffreiheit mit sich bringt, wenn eine solche Maßnahme erfolgen müsste. Aber ich glaube, dass die Diskussion eher diesem Fall geschadet hat, wenn er denn eintreten sollte, als sozusagen nützlich gewesen wäre. Bin ich jetzt auf den Spezialfall der Flugzeuge gegangen. Meine Frage war allgemeiner, aber auch schwerer. Also muss man versuchen. Ja, gerne. Ich stelle sie dann gerne nochmal. Ab wann besorgen wir eigentlich das Geschäft der Terroristen, die unsere Grundordnung aushöhlen wollen, wenn wir sie vorher schon freiwillig so aushöhlen, dass da nicht mehr viel zu stürmen ist? Hier sitzt niemand, der einen Polizeistaat will oder einen Überwachungsstaat. Herr Plasberg, wir haben vor 17 Jahren auf deutschem Boden einen Überwachungsstaat abgeschafft. Warum sollten wir jetzt einen neuen etablieren? Aber Wolfgang Schäuble hat doch mit seinem Befund recht. Es sind viele Dinge, die wir verdrängen, aus welchen Gründen auch immer. Ich will nur ganz wenige nennen. Wir Deutsche haben durch die Terroranschläge der letzten Jahre mehr deutsche Mitbürger verloren als durch den RAF-Terror der 70er Jahre. Beim Terrorismus der 70er Jahre waren im Visier der Terroristen die Spitzen von Staat und Gesellschaft. Und wir haben uns bemüht, sie zu schützen und viel zu oft vergebens. 34 Menschen wurden ermordet. Die Terroristen heute, denen geht es nicht darum, bestimmte Personen zu ermorden, sondern sie wollen Soft Targets, sie wollen weiche Ziele, sie wollen mit geringem Aufwand eine möglichst hohe Zahl an Opfern erreichen. Da kommt es ihnen gar nicht darauf an, wer diese Opfer sind. Und der dritte Punkt, Herr Bennetter, ist der entscheidende. Die RAF-Terroristen der 70er Jahre, sie wollten davonkommen. Wir haben es heute mit dem Phänomen Selbstmordattentäter zu tun. Wer bereit ist, sich zu töten, um andere zu ermorden, den kann ich mit dem Strafrecht von der Tatbegehung nicht abhalten. Deswegen ist Vorbeugung so wichtig. Wir hatten vor Jahren die Diskussion um die akustische Wohnraumüberwachung. Kampfbegriff, großer Lauschangriff. Diese Diskussion wurde genauso geführt wie jetzt die Debatte über die Online-Durchsuchung. Und wissen Sie, dass Sie die drei, die wir gerade im Fernsehen gesehen haben, im Wesentlichen bekommen haben, dank der akustischen Wohnraumüberwachung. Damals ist eine Bundesjustizministerin zurückgetreten, weil sie gesagt hat, wenn wir die akustische Wohnraumüberwachung bekommen, sind wir ein Überwachungsstaat. Frau Leutner-Schnarrenberger, es gibt heute in Deutschland etwa ein halbes Dutzend Maßnahmen pro Jahr bei 50 Millionen Haushalte. Da kann doch keiner sagen, wir wären ein Überwachungsstaat. Und dass wir diese Terrorhelfer bekommen haben, verdanken wir im Wesentlichen der akustischen Wohnüberwachung. Das hat mit einem Überwachungsstaat überhaupt nichts zu tun. Herr Bennetter. Ja. Das Problem ist ja, so wie Herr Bosbach das darstellt, ist es ja nicht. Das sollen ja noch mehr Schranken fallen. Und was Schäuble will, ist ja, dass er Kriegsrecht
gelten lassen will in dieser Terrorabwehr. Sie haben jetzt die RAF-Täter da einander gegenübergestellt. Wenn Sie solche Vergleiche machen, dann müssen Sie auch mal darauf hinweisen, dass wir weit, weit mehr Verkehrstote in Deutschland haben und trotzdem werden hier schnelle Autos gebaut, wird es keine Geschwindigkeitsbeschränkung geben. Das könnte man ja alles zur Sicherheit für uns alle machen. Entschuldigung, bei diesem Vergleich, ich kenne keinen Autofahrer, der wissentlich Menschen totfährt. Wir reden über Unfälle und wir reden auf der anderen Seite aber über um die Sicherheit aller zu gewährleisten, könnte man eine Geschwindigkeitsbeschränkung einführen auf allen Autobahnen und sagen, alle nur 120, da würden Sie sicher etliche Menschenleben retten, die bei Verkehrsunfällen da zu Tode kommen. Diese Vergleichswelt macht die... Nein, ich wollte damit deutlich machen, dass eben bei Verkehrsunfällen weit mehr Opfer gibt oder sie können auch weit eher Opfer eines Handtaschenraubs werden als eben einen Terroranschlag. Diese Panik ausgehen, mache, dass ich nicht Opfer eines Handtaschenraubs werde, weil ich nur in Karneval als Frau verkleidet gehe. Opfer Handtaschenraub. Ich möchte nämlich auf was Ernsteres noch mal zurückzukommen, weil wir tun natürlich so, als wenn es immer nur darum ging, wenn Politik sich um Sicherheit kümmert, dass es nur um die Sache schlechthin geht. Es geht natürlich auch darum, gewählt zu werden. Wir haben hier zwei Menschen, die auch beide darauf angewiesen sind. Das ist ja auch gut, so gewählt zu werden. Welche Rolle spielt dabei der Umgang mit der Angst in der Bevölkerung? Angst ist ein Gefühl, auf das Menschen reagieren, zum Beispiel eben auch durch ihr Wahlverhalten in der Politik. Wie funktioniert das mit der Angst? Was treibt an? Was beruhigt? Drei Fragen an den Trauma-Experten Christian Lüttke. Welche Angsttypen gibt es? Menschen entwickeln unterschiedliche Angsttypen. Bei den einen führt es eher zu einer Art Lähmung, dass sie in eine gefühlsmäßige Vollnarkose verfallen und sich völlig abschotten. Bei den anderen führt die Angst dazu, dass sie teilweise sehr aktiv werden. Sie versuchen sich zu informieren und entwickeln also eine sehr, sehr hohe Aktivität. In der Psychologie ist es so, dass man sagt, die Summe aller Ängste bleibt gleich. Das heißt also, dass alle Menschen immer ein gleiches Angstniveau haben. Was sich ändert, sind die sogenannten Angstobjekte. Das heißt also die Dinge, vor denen Menschen Angst haben. Wie wirkt sich die Berichterstattung über drohende und vereitelte Attentate auf die Angst der Menschen aus? Die Angst ist bei jedem Menschen ein menschliches Frühwarnsystem und die Berichterstattung über mögliche oder tatsächliche Terroranschläge wirken sich unterschiedlich aus. Das heißt also, wenn sie sehr unkonkret sind, teilweise wie Schäuble es macht, führt es dazu, dass Menschen noch mehr verunsichert werden, noch mehr in ihrem Sicherheitsgefühl erschüttert werden, während sehr konkrete Informationen, so wie es kürzlich in Medebach war, die Festnahme von drei Terrorverdächtigen, dann auch das Sicherheitsgefühl der Menschen wieder unterstützt. Das heißt also, Informationen, gesicherte Informationen, ganz konkrete Informationen sind ein sehr, sehr guter Schutz und geben den Menschen Sicherheit. Wenn Politiker die Angst vor Terroranschlägen schüren, hat das auch Auswirkungen auf das Wahlverhalten der Menschen? Wenn Politiker die Angst schüren vor möglichen Terroranschlägen, kann das eine Verunsicherung bei der Bevölkerung auslösen. Und da das personenbezogen ist, kann es durchaus auch bedeuten, dass sich dann manche Menschen in ihrem Wahlverhalten anders orientieren, dass sie sich mehr zu Politikern hingezogen fühlen, die ihnen ganz konkrete Aussagen, ganz konkrete Informationen geben und damit ihr Sicherheitsgefühl stärken. Nach dieser Erläuterung, ist Wolfgang Schäuble ein besonders cleverer oder ein besonders guter Innenpolitiker? Ich würde sagen, weder noch. Können Sie es begründen? Nicht wirklich, aber ich würde ihn weder als clever noch als gut, haben Sie gesagt. Ne? Ja, als guten, der für Sie ja auch als deutsche Staatsbürgerin die größtmögliche Sicherheit möchte. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Warum nicht? Weil die Aussagen, die ich bisher gehört habe, nicht so in die Richtung gegangen sind. Also dann frage ich Herrn Bosbach, ein besonders cleverer oder ein besonders guter Innenpolitiker? Ein besonders guter und ein besonders tüchtiger Innenminister. Er schildert die Bedrohungslage realistisch, das ist auch seine Aufgabe. Ich glaube, das richtige Begriffspaar ist auf der einen Seite Gelassenheit, aber auf der anderen Seite auch Aufmerksamkeit. Angst hilft uns beim Kampf gegen den Terror nicht. Wenn ich jetzt mal das Beispiel der drei Festgenommenen von Medebach, Oberschledorn nehme, soll der Innenminister eigentlich verschweigen, dass wir noch 47 suchen? Wir haben drei festgenommen.
Wir haben noch 7 namentlich benannte Haftbefehle, die werden also per Haftbefehl gesucht und wir suchen noch weitere 40 Kontaktpersonen. Soll er das unterschlagen? Wenn er es sagt, heißt es, er schürt Panik. Wenn er es unterschlägt, dann deckt er die Wahrheit zu. Es ist seine Aufgabe, die Bedrohungslage realistisch zu schildern. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir unter Rot-Grün heftig darüber debattiert haben, in welchem Umfange Pockenschutzimpfstoff eingekauft wird, weil die Sorge bestand, dass mit biologischen Waffen angegriffen wird. Niemand hat damals Rot-Grün den Vorwurf gemacht, Panik zu schüren, und der Vorwurf wäre auch absurd gewesen. Deshalb, es geht ja immer darum, wie ich das mache. Ja? Also die Hinweise auf diese Haft, auf die Täter, die da immer noch gesucht werden, das hat der Schäuble niemand angekreidet. Das waren ja andere Äußerungen. Darf ich zum Schluss Herrn Vogel nochmal fragen? Vorgehalten hat. Dieser Fahndungsdruck, den Schäuble aufbaut, den andere aufbauen, zu Erfolgen führt, müssen Sie das nicht auch begrüßen, auch in der islamischen Szene, weil sich da die Spreu vom Weizen trennt? Es wird vielleicht viele überraschen, aber ich denke gar nicht, dass der Herr Schäuble, wie der Herr Bosbach schon gesagt hat, ein sehr tüchtiger Mann ist. Denn es ist für uns, wie gesagt, an allererster Stelle sehr wichtig, dass hier in Deutschland keine Bombe hochgeht. Denn wie ich schon gesagt habe, dann wären wir die Opfer. Und deswegen, wie auch beispielsweise die Diskussion, die heute nicht angesprochen wurde mit der Online-Durchsuchung. Ich hätte beispielsweise kein Problem damit, wenn man meinen Computer durchsucht, weil ich habe nichts zu verbergen. Und es ist natürlich gut, wenn so ein Anschlag verhindert werden kann. Wenn wir so einen tollen Innenminister haben, dann können Sie da auch bleiben im Land, oder? Das mag sein, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Okay. Schlussrunde bei Hart aber fair. Sie wissen, das ist eine nicht ganz ernst gemeinte Frage, es ist ein bisschen Fantasie gefragt. Und bei Ihnen setze ich die als erstes voraus, Frau Nassen. Deswegen fange ich bei Ihnen an. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie werden morgen ernannt zur Integrationsbeauftragten der Bundesregierung. Mhm. Den Job haben Sie morgen, aber es ist eine Halbtagsstelle. Sie müssen sich die Stelle mit jemandem teilen. Und Sie müssen sich diesen jemanden, dem Sie die Stelle teilen, aus dieser Runde aussuchen. Mit wem möchten Sie die Stelle teilen als Integrationsbeauftragte der Bundesregierung? Mit wem aus dieser Runde? Suchen Sie schnell einen aus und sagen wir auch, warum der? Oder die? Ja, nee, der. Das sind ja nur Männer rechts. Das sind nur Männer, ja. Ja, tut mir leid. Auch links von mir. Ja, auch schlecht. Ich würde mir Herrn Baring aussuchen. Ja, Begründung wäre nicht schlecht. Begründung, weil wenn man sich zu einig ist, denke ich, da kommt nicht sehr viel bei raus. Wenn man kontroverse Positionen hat, denke ich, dass da was Fruchtbares dabei rauskommt. Herr Bennett, morgen sind Sie Integrationsbeauftragter. Ich würde Frau Nass wählen und würde meinen, wir sollten dann den in der Moschee